Wie ist das Wasser? Ah, es fühlt sich gut an. Ich brauche es. Ich verdiene es, verwöhnt zu werden. Oh ja, du bist eine Zauberin. Die Bürste ist ein Zauberstab. So, fertig. Na, was sagst du? Ich liebe es. Das ist nicht umsonst. Wie viel? Gibt es ein Problem? Ich habe meine Karte nicht dabei. Ich habe sie in meinem Traumhaus vergessen. Tut mir leid. Hier, nimm das. Ah, aua. Das tut weh. Hast du das gesehen? Das sehen wir uns besser mal an. Gute Idee. Hallo, ist da jemand drin? Guck mal, eine Puppe. Ige, das ist ja eklig. Die stinkt. Die müssen wir sauber machen. Vielen Dank dafür. So ist es schon viel besser. Komm, wir gehen. Ich mag diese Farbe. Sie gibt dem Ganzen ein bisschen Glanz. Ich kann es kaum erwarten. Wow, das sieht toll aus. Wo fangen wir an? Mal sehen. Schuhe, guck mal. Oh nein, die müssen weg. Finde ich auch. Warte, was? Vertrau uns. Aber was soll ich anziehen? Das werden wir schon herausfinden. Ich brauche Schuhe. Meine Füße frieren. Was zum... Oh, das ist nicht gut. Ich wärme dich. Das geht nicht. Was machen wir jetzt? Moment. Ich trockne das besser. Oh, das benutze ich gerade. Das ist viel wichtiger. Lass uns an die Arbeit gehen. Ich lackiere deine Füße mit durchsichtigem Nagellack. Dann lege ich sie unter das UV-Licht. Wir brauchen noch eine Schicht. Wir haben Schuhe in Sekundenschnelle. Dann trage ich Glitzernagellack auf. Ich klebe einen Stein auf die Schuhe. Das gibt ein bisschen Glamour. Wie gefallen sie dir? Sie sehen gut aus. Wow, danke. Die sehen toll aus. Wahnsinn, ich liebe sie. Jetzt gib mir das. Kannst du das glauben? Da ist aber jemand launisch. Das ist doch nur Meg. Ich muss eingenickt sein. Raus aus den Federn. Ich hatte den besten Traum. Barbie? Was ist mit deinen Haaren passiert? Es ist schrecklich. Das sieht nicht gut aus. Lecker. Meg, das ist ein Notfall. Was ist das? Ich weiß, wir müssen etwas tun. Aber was? Ich habe keine Ahnung. Warte, hier, nimm das und meinen Keks. Was ist denn gerade passiert? Ich brauche den Strohhalm. Zeit für eine neue Frisur. Was machst du da? Ich muss den Strohhalm abschneiden. Ich nehme dieses Stück. Ich muss ihn durchschneiden. Ich schneide in der Mitte. Das brauchen wir. Lass es uns ausprobieren. Hier, steck dein Haar in den Strohhalm. Und binde es mit einem Haarband zusammen. Es darf nicht herausfallen. Wir brauchen mehr Strohhalme. Und jetzt warten wir. Es wird sich lohnen. Wow, das ist ja toll. Wer braucht schon einen Friseur? Das ist lang genug. Wir können sie ausziehen. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Das steht dir wirklich gut. Ich kann nicht glauben, dass du das gemacht hast. Wow, es ist wunderschön. Ich wusste, dass es dir gefällt. Ich brauche eine Belohnung. Ich nehme meine Milch. Ah, und den Keks. Welchen Keks? Sehr lustig. Ich habe keinen Keks gesehen. Snack-Diebin. Ich konnte nicht anders. Ich habe mich so darauf gefreut. Warte mal, ist es schon so spät? Wir haben keine Zeit mehr. Wir haben immer noch kein Kleid. Ich mach besser eins. Wie schwer kann das schon sein? Aber ich muss mich beeilen. Ein kleiner Schnitt hier, ein Schnitt hier. Meine Freundinnen sind die Besten. Ich bin in meinem Element. So nennst du das? Tada! Warte mal. Das sieht nicht gut aus. Ich habe es ruiniert. Die Hochzeit ist ruiniert. Ich werde mich mit Essen trösten. Das wird mich aufmuntern. So gut. Das ist deine Lösung für alles. Ich weiß nicht mehr weiter. Mir fällt nichts mehr ein. Die Hochzeit ist gestrichen. Tut mir leid, Barbie. Sei nicht so dramatisch. Muss ich alles lösen? Was sollen wir tun? Lass mich nachdenken. Warte, ich hab's. Lass uns ein Kleid entwerfen. Das brauche ich. Das ist die Lösung für unser Problem. Guck mal. Ich schneide die Muffins in Streifen. Ich wickle sie um Barbie. Dann lege ich sie aufeinander. Jetzt brauche ich noch ein Stück Alufolie. Das wird ein tolles Oberteil. Du brauchst noch eine Kette. So. Was für eine schöne Braut. Sie ist noch schöner, als ich sie mir vorgestellt habe. Guck mal. Wow. Lass mal sehen. Wow.
Oh, lass los, zwing mich doch. Hör auf, Betty. Was machen die da? Wer hat das gesagt? Hey, hört auf damit. Das ist peinlich. Entschuldige bitte. Ups, ich bin froh, dass es vorbei ist. Du siehst wunderschön aus. Was für ein Charmeur. Ich liebe Bonbons. Das ist mein Lieblingsbonbon. Sieht lecker aus. Guck mal, das ist Betty. Ich hab die Blumen. Die sind aber groß. Barbie kann sie nicht halten. Schau sie dir an. Oh, daran habe ich gar nicht gedacht. Wenigstens riechen sie gut. Die können in den Müll. Aha, ich weiß. Wo willst du denn hin? Wie wär's mit diesen Blumen? Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Wie ist das? Sie macht Witze, oder? Nein. Ich frage mich, wir können Bonbons benutzen. Was? Wie? Guck mal, das muss ich schmelzen. Ich brauche eine kleine Menge. Das sieht ungefähr so aus. Ich muss es in eine Form gießen. Ich muss schnell arbeiten. Ich stecke Zahnstocher hinein. Dann warte ich, bis sie hart sind. Das wird schön. Sie sehen aus wie Blumen. Jetzt mache ich einen Strauß. Ich binde ein Band darum. Wow, das ist aber schön. Ich zeige ihn lieber Barbie. Er hat genau die richtige Größe. Oh, wie süß. Wow, danke. Sie riechen wunderbar. Ich fange gleich an zu weinen. Ich bin so glücklich. Warte, wie spät ist es? Wir haben noch keinen Ort gefunden. Was machen wir jetzt? Wie wäre es damit? Das hat so ein rustikales Flair. Das glaube ich nicht. Weg damit. Wie wär's mit dieser Kiste? Was? Nein, sie ist keine Pennerin. Ja, gutes Argument. Das ist schwierig. Warte mal, ich habe eine Idee. Ach ja, das können wir gebrauchen. Wow, das wird den Job erledigen. Tolle Idee, Betty. Das können wir noch besser. Wir machen noch Blumen dazu. Das muss schick aussehen. Ich nehme verschiedene Farben. Ich will, dass es auffällt. Fast fertig. So, fertig. Ich bin stolz darauf. Und wie gefällt es dir? Es ist toll. Tolle Arbeit. Ich habe gehofft, dass du das sagst. Ich stelle es hier hin. Barbie wird so überrascht sein. Es ist so bunt. Ich glaube, das ist alles. Nicht so schnell. Was ist denn? Etwas fehlt. Aha. Wir brauchen Nudeln. Alles in Ordnung? Wofür ist das? Ist das nicht offensichtlich? Nein, definitiv nicht. Okay, pass auf. Ich färbe die Nudeln mit Lebensmittelfarbe. Ein paar Tropfen reichen. Jetzt mache ich die Tüte zu. Ich schüttle sie. Ich möchte, dass die Nudeln bedeckt sind. Sie färben sich. Dann gebe ich Streusel dazu. Sie sehen aus wie Blumen. Es sieht aus wie Gras. Das wird ein tolles Essen für Barbie. Hier kommt die Braut. Sie sieht wunderschön aus. Und das ist Ken. Ich bin so nervös. Sie sind ein tolles Paar. Stopp! Wir müssen die Zeremonie unterbrechen. Was ist los? Ein Moment. Was macht sie da? Sie braucht einen Schleier. Ja, natürlich. Sie hat sogar ein Diadem. Du hast an alles gedacht. Das ist das Tüpfelchen auf dem I. Erlaub mir. Jetzt bist du fertig. Beeil dich, Betty. Können wir jetzt heiraten? Auf diesen Augenblick habe ich gewartet. Ich habe immer davon geträumt. Sie sprechen ihr Eheversprechen. Es ist wie im Märchen. Ich will. Was für ein Ring. Ich will. Sie sind verheiratet. Ich bin die glücklichste Puppe der Welt. Ich wusste, ich muss weinen. Wie romantisch. Wenn ich nur ein Taschentuch hätte. Hey, mein Hemd. Psst, du ruinierst den Moment. Sie werden sich küssen. Ein neuer Tag, eine neue Gemeinheit. Wir werden niemals beliebt sein. Wir bleiben für immer Witzfiguren. Ich habe etwas Interessantes gefunden. Willst du mehr über 123Go Trends herausfinden? Lass uns subscriben. Bitte tu mir nicht weh. Ich glaube, das hat funktioniert. Wow, deine Haare. Die brauche ich nicht mehr. Mal sehen, wie wir jetzt ankommen. Nehmt euch in Acht, wir sind jetzt beliebt. Wir sind quasi wie neu. Naja, beinahe. Ahem.
Wow, Mann, ist das voll hier. Ein perfekter Start ins Wochenende, oder? Denkst du auch, was ich denke? Oh, sag nichts. Ich mach das. Okay. Was geht, Bro? 2 Mini-Käsekuchen. Ich zahle mit Karte, yo. Die akzeptieren wir hier nicht. Wie sieht's damit aus? Bingo. Danke. Lecker Dessert. Ich hab deinen Lieblingsgeschmack geholt. Grace? Hä? Oh, hey. Was machst du da? Oh, mein Fehler. Naja, wenn ich schon mal da bin. Unfassbar, dass Jack mich einfach sitzen lässt. Ach, das dulde ich nicht. Das ist inakzeptabel. Ich möchte aus der Menge hervorstechen. Ja, weiter so. Bis nach unten. Jetzt geht es erst richtig los. Ein Doppelknoten, damit es hält. Den Rest steckst du so weg. Und ziehst es über die Schulter. Steck die Ärmel weg, wenn sie zu lang sind. Und schon ist das Top besser als vorher. Das schreit nach einem neuen Trend. Jake, du bist wohl beschäftigt. Ich warte einfach, bis er es bemerkt. Grace? Ist das? Mund zu, sonst fängst du Fliegen. Hey, was ist mit mir? Ich hasse meine Kleidung. Ich wette, ich kann das auch. Wow. Ja, genau den Effekt wollte ich erzielen. Wie wäre es mit einem Latte aufs Haus? Zeit fürs Bettchen, Teddy. Morgen wird ein großer Tag für uns. Hey! Was passiert hier? Was geht? Ah! Rock on! Aha! Wuhu! Sehr gut! Du hast wohl geübt, was? Ein kostenloses Rockkonzert in meinem Zimmer. Krass, wie schnell seine Finger sind. Wuhu! Yeah! Jetzt geht's richtig los! Yeah! Rock on! Wow! Meine Gummibärchen! Oh, die liegen jetzt wohl auf dem Boden. Die blauen darf ich nicht verschwenden. Stacy, nein! Was ist denn? Hey, nicht traurig sein. Aber meine Süßigkeiten! Das ist so unfair! Jetzt fühle ich mich echt schlecht. Yeah! Siehst du den Silikonring? Steck die Gummibärchen in den Schlitz. Einmal ringsherum. Bist du damit fertig, gießt du den Ring mit flüssigem Gel auf. Aber nicht so schnell. Alle Beeren sollen bedeckt sein. Wenn du fertig bist, hast du einen coolen Armreif. Rock'n'Roll, Baby. Hä? Für mich? Zeig mir dein Handgelenk. Jetzt sind deine Teddys immer bei dir. Cool. Wuhu. Danke, Bro. Gern geschehen. Cool. Eine Sache noch. Was? Ich habe das perfekte Top für dich. Für mich? Yeah. Siehst gut aus, Bro. Nicht jedem steht Pink so gut. Muah. Muah. Hey, ich bin hier für mein Training. In dem Fummel? Inakzeptabel. Zieh dich um. Umziehen? Oh, aber ich hab doch nur das. Ach, lies doch mal. Hä? Oh, nur Sportkleidung ist erlaubt? Muah. Bis gleich. Ich liebe diesen Pokal. Bin fertig. Siehst du irgendwo Eis? Die meinten doch Sportkleidung. Das zieht in den Muskeln. Ist das besser? Nein, nein! Oh. Dieses Mädchen ist unglaublich. Phew. Und jetzt? Ja? Ich werde nicht genug dafür bezahlt.
Wie sieht es damit aus? Nein. Echt jetzt? Oh ja, ein toller Groove. Naja, nein. Okay, aber das muss es sein. Nein. Wie ist es damit? Sie rafft es nicht. Ruhig bleiben. Hast du Tomaten auf den Ohren? Muss er denn so schreien? Was mache ich denn jetzt? Fundkiste? Das ist der Checkpot. Ist das überhaupt nützlich? Nein. Na los. Das ist schon besser. Nur noch ein paar kleine Änderungen. Nimm eine Schere und schneide in der Mitte entlang. Etwa so. Hier hörst du auf. Drehe das Kleidungsstück um. Und ziehe den Schlitz wie ich auseinander. Mehr musst du nicht machen. Genial! Endlich Sportbekleidung. Wow, das ist süß. Oh, ich habe das selbst gemacht. Mir gefällt dein Style. Dankeschön. Oh, ich muss los. Ich bin bereit. Da fehlen dir die Worte, was? Das wundert mich nicht. Na, dann lass uns endlich trainieren. Eins, zwei. Hä? Jetzt schon? Wir haben doch erst angefangen. Hallöchen. Das ist Gina. Wow, hi. Ich bin so nervös. Und jetzt begrüßt Grace. Hey, na? Alles klar? Seid ihr bereit abzustimmen? Wer sieht besser aus? Schreibt es in die Kommentare. Mir ist so langweilig. Machst du Witze? Es ist Snacktime. Machen wir es interessanter. Alihop, im Anflug. Haps. Ich weiß, ziemlich beeindruckend. Kannst du das auch? Ich bitte dich, das kann ich sogar mit geschlossenen Augen. Zieh's dir rein, das ist beeindruckend. Ugh, mein Auge! Was hast du eben gesagt? Üb mal schön weiter, irgendwann klappt's. Ahem, malt jetzt bitte einen Regenbogen und der sollte gut werden. Ich liebe Regenbögen. Ich hab gar keine Farben. Und wer lacht jetzt? Ich will gleich loslegen. Die haben sowas Magisches an sich. Was machst du da? Voll der Nerd. Annie, worauf wartest du noch? Fang an. Wenn ich muss. Aber ich mag nur schwarz. Bringen wir es hinter uns. Sie will einen Regenbogen? Dann bekommt sie einen. Das wird der beste Regenbogen aller Zeiten. Bin fertig. Hoffe, ich konnte seine Schönheit zum Ausdruck bringen. Gefällt er Ihnen? Oh, wir haben einen kleinen Van Gogh in der Klasse. Wie läuft's bei dir, Annie? Tada! Schon gut, du musst nicht applaudieren. Du hast schon mal einen Regenbogen gesehen, oder? Oh, dieser Unterricht ist so dumm. Und das halte ich von Ihrem Regenbogen. Moment mal, gib mir die Stifte. Ich ordne sie nach den Regenbogenfarben an. Dann brauche ich meine Klebepistole. Ich klebe die Stifte einfach zusammen. Muss noch warten, bis der Kleber hart ist. Und jetzt kann's losgehen. Ich male mit den Stiften einfach übers Blatt. Und schon habe ich einen Regenbogen. Der sieht sogar gut aus. Die Farben vermischen sich. So einfach kann Malen sein. Okay, das war's. Aber fertig bin ich noch nicht. Ich habe mit Schwarz einen Regenbogen auf die Plastikhülle gemalt. Kein Regenbogen, ein Regenbogen. Ziemlich cool, was? Jetzt ist er da und wieder weg. Oh, da ist er wieder. Das sieht ja aus wie Zauberei. Wow, fantastisch. Dann bin ich hier fertig. Hey, du hast dir ein buntes T-Shirt an. Ich dachte, du magst nur schwarz. Was? Nein, das hast du nicht gesehen. Erzähl das niemandem sonst. Meine Lippen sind versiegelt. Lass uns etwas Geld ausgeben. Wir haben viele tolle Sachen. Das entscheide ich. Oh, eine Puppe. Die will ich haben, Papa. Was ist das? Das ist sie. Was kostet die? Das ist eine teure Puppe. Lass mich nachdenken. Nein. Oh, das ist so gemein. Ich will diese Puppe. Ah, ich weiß. Du schenkst mir ein Auto? Abgemacht. Gut, wir nehmen die Puppe. Heute ist mein Glückstag. Gib her. Danke, Papa. Juhu. Oh, mir ist schlecht.
Hey, wie geht's? Oh. Wow, was für eine hübsche Puppe. Und die kostet nur einen Dollar? Ah, ha, hatschi. Was machst du? Ups, tut mir leid. Das ist ja eklig. Ich nehme sie trotzdem. Nein, ich nehme nicht dein Geld. Warum denn nicht? Das ist doch nur Rotz. Aber wen kümmert's? Du gehörst mir. Was für ein schöner Tag. Perfekt für einen Spaziergang. Ups, meine Puppe. Alles in Ordnung? Nein! Vorsicht! Hä? Was war das denn? Das gibt's doch nicht. Ich hoffe, es geht dir gut. Oh, oh nein. Was ist das? Ich werde so tun, als wäre das nie passiert. Oh, weg damit. Das war sehr emotional, Püppchen. Hä, was ist das? Eine neue Puppe. Das ist ein Zeichen. Du kommst mit mir. Was ist denn hier los? Ich bleib auf dieser Seite. Und das ist deine Seite. Ich mache es mir bequem. Das wird lustig. Zeit für ein Makeover. Ich bin so froh, dass ich dich gefunden habe. Warte mal kurz. Schon mal die Beine rasiert? Ah! Was zum... Oh, das tut bestimmt weh. Ich weiß, wir können es mit Wachs versuchen. Mein Kaugummi ist noch ganz klebrig. Genauso. Du bekommst seidenglatte Beine. So, geschafft. Deine Haare sehen toll aus. Warte mal, das darf nicht wahr sein. Das sieht nicht gut aus. Und du hast Pickel. Die muss ich wegmachen. Hallo, wir haben einen Code Red. Das ist ein Notfall. Gib das her. Was? Zahnpasta? Glitzer. Es glänzt so schön. Aber was soll ich damit machen? Hä? Oh, ich weiß. Ich mache mich besser an die Arbeit. Ich schütte die Zahnpasta in die Schüssel. Das sollte reichen. Dann ist es Zeit für den Glitzer. Los geht's. Davon brauche ich eine ganze Menge. Jetzt muss ich alles umrühren. Ich will es mischen. Es soll eine Glitzerpaste werden. Das sollte nicht lange dauern. Sieht schon ganz gut aus. Jetzt kann ich meine Puppe damit anmalen. Halt still. Das wird wie eine Gesichtsmaske. Und es hilft, die Haare loszuwerden. Davon brauche ich ganz viel. Ich lasse es trocknen. Dann kann ich es abnehmen. Ich hoffe, das funktioniert. Wow, guck mal. Die Haare sind weg. Phew, was für eine Erleichterung. Warte, hier stimmt was nicht. Hä? Wie konnte das passieren? Oh, ich mache es besser. Es wird wieder gut, versprochen. Puh, ich hatte Panik. Du siehst toll aus. Das steht dir viel besser. Ich bin so glücklich. Eine leckere, saftige Kirsche. Wow, die ist aber lecker. Hier, probier mal. Oh nein. Was ist mit deinen Zähnen? Schon mal was von Zahnseide gehört? Nicht schlimm, ich helfe dir. Oh, ich weiß schon, was ich machen kann. Ich nehme einen Ohrring. Genau so. Ich muss nur noch ein paar Änderungen vornehmen. Zuerst muss ich ihn richten. Dann muss ich ein Stück abschneiden. Das lege ich auf deine Zähne. Dann hast du ein schönes Lächeln. Du brauchst Lippenstift. Siehst du etwas, was dir gefällt? Es gibt viele Farben. Ach, ich dachte mir, dass dir das gefällt. Gute Wahl. Das ist auch meine Lieblingsfarbe. Los geht's. Nicht bewegen. Ich will nichts falsch machen. Zuerst trage ich eine Grundierung auf. Ich muss sicher sein, dass deine Lippen bedeckt sind. Dann brauche ich Glitzer. Nun streue ich ihn drüber. Luft anhalten. Dann bürste ich den Überschuss weg. Kitzel's. Das war's. Jetzt trockne ich es mit einer Lampe. So geht es schneller. Wow, das ist perfekt. Das steht dir echt gut. Weißt du, ich bin neidisch. Was meinst du? Meine Augen. Wow, das sieht ja toll aus. Ich wünschte, meine Puppe hätte auch so ein tolles Make-up. Warte mal, denkst du, was ich denke? Das löst all unsere Probleme. Ich zerdrücke jetzt die Kirsche. Sie muss schön saftig sein. Ich tupfe sie meiner Puppe auf die Wangen. Dann ein bisschen auf die Lippen. Wow, sieht gut aus und schmeckt gut. Danke, Mutter Natur. Guck mal, oh, ich bin beschäftigt. Wir zeigen, was wir können. Oh nein, pass doch auf.
Dein Kleid hat sich in einem Ast verfangen. Ich hab's vielleicht noch schlimmer gemacht. Dein Kleid ist ruiniert. Das ist eine Katastrophe. Butler, ich brauche Hilfe. Beeil dich. Oh. Es gibt eine Belohnung für dich. Wo bist du denn? Warte, ich habe eine bessere Idee. Einen Versuch ist es wert. Ich falte diesen Schein. Dann mache ich am Ende noch mehr Falten. Das ist wie Origami. Aber es wird modisch sein. Ich lege ihn auf meine Puppe. Aber ich brauche noch viel mehr. Ich lege sie übereinander. Dann mache ich das Gleiche mit dem Oberteil. Wow, das ist ein schickes Kleid. Du hast einen teuren Geschmack. Ich muss niesen. Hatschi! Wow, sogar meine Popel sind reich. Die werden auf dem Kleid toll aussehen. Das ist genau das, was es braucht. Das ist noch nicht alles. Hatschi! Ich muss allergisch sein. Wow, goldener Rotz. Das ist so cool. Das könnten wir gut gebrauchen. Das wird ein toller Gürtel. Lass dich mal ansehen. Ist das schön. Du siehst aus wie ein Model. Oh, oh, ich muss schon wieder niesen. Alle in Deckung. Das wird ein großer Nieser. Hatschi! Das ist ja eklig. Das brauche ich nicht mehr. Hey, pass doch auf. Du könntest ein neues Outfit gebrauchen. Ich habe da eine Idee. Das muss ich auslernen. Ich brauche nur den Müllbeutel. Lass uns was Besonderes daraus machen. Ich lege den Müllbeutel auf den Tisch. Dann lege ich meine Puppe hinein. Genau so. Jetzt lege ich den Beutel um die Puppe. Ich halte sie fest. Ich befestige sie mit einem Gummiband. Ich lege das Gummiband um ihre Taille. Ich will ja nicht, dass das Kleid runterfällt. Aber ich bin noch nicht fertig. Wir brauchen noch ein paar Schichten. Ich mache noch einen Beutel darüber. Da kann die Puppe rein. Jetzt wird es gemütlich. Ich mache es noch einmal. Das wird toll aussehen. Sieht aus, als wäre sie schön angezogen. Jetzt muss ich es noch besser machen. Ich schneide das Kleid vorne auf. Wir brauchen noch einen Beutel. Das kommt auf den Kopf meiner Puppe. Du hast so ein Glück. Du bekommst ein einzigartiges Kleid. Es wird einmalig sein. Nun ziehe ich den Beutel runter. Ah, da bist du ja. Langsam nimmt es Form an. Wir müssen es an der Taille einklemmen. Aber keine Sorge, wir verstecken das Gummiband. Wir nehmen einen Streifen aus dem Müllbeutel. Den wickle ich um dich. Dann machen wir eine Schleife. Ich schneide den Überhang ab. Wir machen noch mehr Schnitte. Ich will einen mehrlagigen Rock. Ich mache es von oben nach unten. Das ist die letzte Lage. Das sollte reichen. Vom Müllsack zum Schick. Das sieht toll aus. Manchmal überrasche ich mich selbst. Wow, so schick. Das würde ich anziehen. Auf keinen Fall, wow. Wir müssen was mit deinen Haaren machen. Wir können nicht zum Friseur gehen. Aber das macht nichts. Ich bin eine Zauberin, wenn es um Haare geht. Das wird nicht funktionieren. Wie wäre es damit? Nein, ich passe. Warte, ich bürste es aus. Das dauert eine Weile. Was habe ich denn gemacht? Oh, du hast eine Glatze. Oh nein, das ist ja schrecklich. Aha, ich weiß, was zu tun ist. Ich brauche diese Zeitung. Da gibt es nur eins. Deine Haare müssen ab. Verabschiede dich von deinen blonden Locken. Aber keine Sorge, alles unter Kontrolle. Jetzt zerschneide ich die Zeitung. Ich will einen schmalen Streifen. Das ist die perfekte Größe. Es muss besser aussehen. Ich fahre mit der Schere drüber. Das kräuselt dein Haar. Dann klebe ich es auf deinen Kopf. Ich mache noch mehr Zeitungsstreifen drauf. Das mache ich so lange, bis dein Kopf bedeckt ist. Dann mache ich Farbe drauf. Ich wähle ein kräftiges Pink. Wow, was für ein Unterschied. Genau das hast du gebraucht. Lass mal sehen. Wow, ich liebe es. Du siehst toll aus. Und diese Locken. Wow, ah, so erfrischend. Was? Schaut euch ihre Puppe an. Da müssen wir was machen. Ah, ich weiß. Ich hole meine Lockenwickler. Und jetzt warten wir. Ups, so lange. Ich dachte, ich rieche Feuer. Du hast nichts gesehen. Das ist ja peinlich. Warte mal. Vielleicht kann ich meinen Strohhalm benutzen. Ja, genau. Ich wickle deine Haare drum. Dann stecke ich eine Haarnadel rein. Und jetzt wickle ich es noch ein bisschen weiter. Und dann stecke ich noch einen Strohhalm drüber.
Das ist der schwierige Teil. Das andere Ende stecke ich fest. Das mache ich mit den anderen Strähnen auch. Das war's. Das wird so schön. Und jetzt warten wir. Was für ein toller Schlaf. Oh, deine Haare. Wir müssen die Strohhalme rausnehmen. Mal sehen, wie es aussieht. Wow, schau dir das an. Natürliche federnde Locken. Das ist wunderschön. Das haut mich um. Das muss ich ausprobieren. Wir können Zwillinge sein. Wow, schau dir das an. Komm mal her. Das siehst du doch auch, oder? Meine Puppe hat ein neues Gesicht. Ich glaube, die beiden werden beste Freundinnen. Ich mag deine Haare. Und dein Kleid. Wow, das macht so viel Spaß. Was für ein Happy End. Es war perfekt. Was ist dein bester Makeover-Tipp? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Und vergiss nicht, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen und abonniere unseren Kanal, um noch mehr lustige Videos wie dieses zu sehen. Ich kann das. Puh. Barbie, ich muss dich etwas fragen. Willst du mich heiraten? Ich kann es nicht glauben. Ich habe von diesem Moment geträumt. Ja, Ken, ja. Wohin gehst du? Ich muss ein Kleid finden. Ich bin gleich wieder da. Oh mein Gott, Wahnsinn. Das Kleid muss perfekt sein. Mal sehen, was ich hier habe. Das passt nicht. Das auch nicht. Was soll ich nur machen? Ich brauche ein schönes Hochzeitskleid. Es soll schick und elegant sein. Es soll die Leute beeindrucken. Ich werde es nie finden. Was machst du da? Denkst du, was ich denke? Wir müssen das in Ordnung bringen. An die Arbeit. Lass mich schminken. Ich möchte wirklich schön aussehen. Beauty-Berater zu sein macht wirklich hungrig. Aber ich kann nicht mehr essen. Bist du bereit? Sag du es mir. Was hast du getan? Hör auf zu schreien! Oh, das war schrecklich. Ist es so schlimm? Also, mir gefällt's. Das wird mich noch lange in meinen Träumen verfolgen. Moment. Ich glaube, ich kann das gebrauchen. Du machst Witze, oder? Schmutzige Gabel? Nimm's einfach für dein Make-up. Okay. Es fühlt sich seltsam an, aber ich trage die Foundation zwischen den Zinken auf. So werden die Linien sehr dünn. Dann nehme ich eine hellere Schattierung. Es sieht nicht gut aus, also noch nicht. Jetzt verblende ich sie. Ich beginne mit den Seiten meiner Nase. Das sieht so natürlich aus und ich kann den Löffel für Lidschatten benutzen. Ich halte ihn vorsichtig übers Auge und trage das Make-up auf. Ich übe nur ein wenig Druck aus, um dunklere Linien zu erzeugen. Wow, was für ein Unterschied! Bin beeindruckt! Wie sehe ich aus? Wow, du bist wunderschön. So lobe ich mir das. Ich liebe es. Liam, alles okay? Du starrst mich so an. Oh, ja, richtig. Die nehme ich. Glaube, ich habe das cool gespielt. Hast du was gesagt? Chemie. Ich mache lieber mein eigenes Experiment. Ich habe Wasser und meine Meerjungfrau Barbie. Bereit zum Schwimmen? Wow. Guck, das Wasser wird blau. Wunderschön. Wow, toller Outfitwechsel. Das ist echt cool. Ich hätte auch gern so eine. Aber ich habe nur meine alte Barbie. Tut mir leid, du bist nicht so süß. Warte, vielleicht ja doch. Zuerst wickeln wir dich ein. Du bekommst einen Schwanz. Super, das reicht. Jetzt zu den Flossen. Die müssen passen. Und da sind sie. Das Oberteil nicht vergessen. Eine wunderschöne Meerjungfrau. Ich finde, du siehst süß aus. Wow. Meerjungfrauenpower. Jetzt brauchen wir noch Wasser. Du siehst toll aus. Viel Spaß beim Schwimmen. Das war super. Oh nein, ich muss sie retten. Hilfe ist unterwegs. Und zwar besonders süße. Nimm den, der schwimmt. Komm einfach in die Mitte. Entspannend, stimmt's? Phew, Glück gehabt. Muss schön sein, einen Pool zu haben. Ich weiß. Warte mal. Gute Idee. Voila. Der Spaß kann losgehen.
Zeit zum Malen. Zuerst streichen wir das Innere an. Dann geht's außen weiter. Dann die andere Seite. Aber bevor es weitergeht, befüllen wir unsere Sandkiste. So schön voll. Jetzt kommt der Pool. Wird Zeit, die Rutsche zu installieren. Das ist eine lange. Bereit? Viel Spaß! Super! Schön gerutscht! Ein unvergesslicher Tag am Pool. Alles für dich! Oh! Ups! Ich hab nichts gehört. Schon klar. Hi! Wie geht's? Nick ist so süß. Dieses Lächeln. Hä? Was ist los? Sag's mir. Auf keinen Fall. Keine Bange, ich hole ihn. Wir passen nicht zusammen. Oh, ich mach das schon. Oh, das ist perfekt. Leg dich hier hin. Wird Zeit für die Verwandlung. Zuerst deine Beine. Das tut nicht weh, versprochen. Mach kurz Platz. Das große Funkeln kann beginnen. Toll. Polstern wir den noch aus. Ja, noch mehr. Gleich fertig. Wir brauchen noch zwei Teile. Die bringen wir an. Das sind deine neuen Beine, Ken. Passt perfekt. Und noch eine Kette. Schön. Schau ihn dir an. Das perfekte Paar im Meeresparadies. Hä? Mädels und ihre Puppen. Oh je. Oh, hey, warte. Meine Ken-Puppe. Oh nein. Ken? Er ist hinüber. Oh nein, wir müssen ihn retten. Oh, guck lieber weg. So viel Schleim. Hilft das überhaupt? Warte, ich hab's. Sein Kopf wird in Kürze wieder okay sein. Aber zuerst ein paar Anpassungen. Hoffe, dir gefällt die Farbe gelb. Super, bereit für deinen neuen Kopf? So, die Ohren bitte. Fantastisch. Und das Outfit? Siehst gut aus. Wow, schau mal, Barbie. Gefällt dir Kens neuer Look? Ja? Dieser Tee tut echt gut. Ich liebe ihn. Was zum Teufel? Oh, ich sollte echt losgehen und meinen Tag starten. Hat sie ernsthaft die Tasse einfach da abgestellt? Hat sie denn nicht gesehen, dass ich putze? Warte, ein Abdruck auf dem Tisch. Nein. Wenn ich stark genug schrubbe, geht er vielleicht weg. Moment, sie hat noch eine Tasse und die stellt sie da ab und noch ein Abdruck. Ah, so gut, ich liebe diese kleine Raketentasse. Ihr Ernst? Ich renne ihr komplett hinterher. Warte, schon wieder? Wie kann Sunny bitte aus so vielen Tassen trinken? Und sie lässt sie einfach überall stehen, auf jeder Oberfläche. Ich hab genug, ich bin hier nur am Putzen. Vielleicht ist da noch was zum Trinken drin. Hä? Eine Orangenscheibe? Oh, das lege ich auf Plastik und schnapp mir die Klebepistole. Ich male einen Kreis aus Heißkleber um die Scheibe. Es muss nicht perfekt sein. Die Frucht ist ja auch nicht perfekt rund. Aber ich muss sicher gehen, dass es dick genug ist. Nur noch ein bisschen mehr, um es dicker zu machen. Perfekt. Jetzt peppen wir es etwas auf. Und zwar mit Goldglitzer. Es muss nicht viel sein. Wir wollen es nicht übertreiben. Und nun brauchen wir Epoxid. Ich fülle den Kreis komplett aus. Die Orange muss dabei auch bedeckt werden. Der Kreis aus Heißkleber hält das Harz an Ort und Stelle. Wenn alles trocken ist, kann ich sie einfach herausnehmen. So hübsch. Aber es ist noch nicht fertig. Ich bemale die Kanten etwas. Ich benutze diese glitzernde Goldfarbe. Perfekt. Der Untersetzer ist endlich fertig. Mein Gott, ist der hübsch. Noch besser, als ich mir vorgestellt habe. Hey, bitte versichere dich, dass deine Tasse auf einem dieser Untersetzer steht. Ja, die habe ich selbst gemacht und sie werden unsere Möbel schützen. Okay, jetzt, wo alles fertig ist, könnte ich echt einen Snack vertragen. Moment mal. Was zum... Wo kommen bitte all diese Becher her? Oh, du bist so schmutzig. Du brauchst ein Bad. Worauf warten wir noch? Ich kann den Topf benutzen. Jetzt brauchen wir Seifenblasen. Spülmittel hilft. Alles ist bereit. Rein damit. Wie ist das Wasser? Das muss so entspannend sein. Warte mal, ich weiß. Zeit für den Whirlpool. Wow. Du hast Glück. Ich will mich auch mal verwöhnen lassen. Bedecke deine Scham. So ist es schon viel besser.
Dein Gesicht ist noch ganz schmutzig. Ich schrubbe es besser. Ich habe eine Bürste. Aber wir brauchen noch was anderes. Diese Zahnpasta wird es tun. Das ist Pfefferminz. Du wirst toll riechen. Das klappt nicht. Ich brauche mehr Kraft. Oh ja. Genau das meine ich. Das dauert nicht lange. Mal sehen. Ich wische die Zahnpasta weg. Kein Dreck mehr. Was ist mit deinen Augen? Das muss ich beheben. Das wird schon wieder. Vertrau mir. Ha, so gut wie neu. Warte, ich kann was riechen. Das ist ja eklig. Das müssen wir wegmachen. Und zwar schnell. Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Das sind ganz schön viele Pickel. Da gibt es nur eine Lösung. Du brauchst ein Umstyling. Ich habe alles, was du brauchst. Vertrau mir. Du wirst aussehen wie $1 Million. Ich muss nur alles vorbereiten. Dann können wir anfangen. Okay, ich bin bereit. Ich lege dir das um den Hals. Mach es dir bequem. Ich fange mit deinen Haaren an. Du brauchst eine Haarwäsche. Wie wär's mit einer Kopfhautmassage? Das hilft mir immer. Jetzt waschen wir das Shampoo aus. Dann föhnen wir es trocken. Genau so. Jetzt müssen wir es noch bürsten. Niemand mag unordentliche Haare. Dein Haar ist schön. Nun werden die Pickel ausgedrückt. Das hat sich gut angefühlt. Dieser Reinigungsschaum ist toll. Deine Haut wird strahlen. Und die Pickel verschwinden. Es funktioniert immer. Das gehört zu meiner Schönheitsroutine. Ich wische es ab. Dieses Serum kommt aus Paris. Es ist so exklusiv. Es lässt Schwellungen abklingen. Und es gibt ein bisschen Glanz. Wow, du siehst toll aus. Du solltest Model werden. Hast du das gesehen? Warte mal. Du hast da was im Haar. Ist das Kaugummi? Ups, tut mir leid. Es gibt nur eine Lösung. Das muss weg. Das wird schon wieder. Der Glatzenlook ist in. Vielleicht ist das nichts für dich. Warte hier. Ich muss nachdenken. Was ist das? Das könnte nützlich sein. Ja, ich habe eine Idee. Das wird perfekt. An die Arbeit. Ich ziehe dir diese Folie über den Kopf. Ich hoffe, du kannst die Luft anhalten. Es wird nicht lange dauern. Ich brauche einen Kaugummi. Den klebe ich auf die Schnur. Dann binde ich sie dir um den Kopf. Wir brauchen noch viel mehr Schnur. Das wird so bunt. Du wirst richtig auffallen. Wow, ich bin ganz neidisch. So möchte ich auch aussehen. So ist es gut. Lass uns das ausziehen. Ich habe noch etwas zu tun. Ich muss das Plastik abschneiden. Ich gehe um die Haare herum. Aber ich bin vorsichtig. Ich will deine neuen Haare nicht kaputt machen. Okay, probier es an. Wow, ich finde das toll. Das steht dir echt gut. Ich finde sie besser als deine alte Frisur. Die ist wunderschön. Wir brauchen einen neuen Look. Zöpfe? Nee. Wie wär's mit einem Dutt? Nee, auch nicht. Oh, ich weiß. Ich wollte schon immer Friseurin werden. Lass uns das loswerden. Das ist so altmodisch. Ich habe große Pläne mit dir. Keine Sorge, der Butler räumt alles auf. Okay, fertig. Gib mir einen Moment. Setz dich hier hin. Ich brauche mein Schmuckkästchen. Das glänzt. Nein. Ich brauche etwas Eleganteres. Wie meinen Ring. Entschuldige, ich war abgelenkt. Oh, sieh dir das an. Ich glaube, das ist es. Leg dich hin. Ich brauche meine Klebepistole. Dein Kopf muss mit Klebstoff bedeckt sein. Ich klebe die Ketten an deinen Kopf.
Wir brauchen mehr Kleber. Wow, sowas habe ich noch nie gesehen. Die Leute werden staunen. Und genau das wollen wir. Ich bin fast fertig. Das sollte reichen. Was denkst du? Ich weiß, es ist toll. Aber meine Haare sehen jetzt langweilig aus. Oh, Butler! Genau das brauche ich. Meine Haare werden glänzen. Was kommt als nächstes? Das Kleid gefällt mir nicht. Es ist nicht teuer genug. Wir brauchen ein neues Kleid. Wow, das ist toll. Auf die Accessoires kommt es an. Sie runden jedes Outfit ab. Was für eine Verwandlung. Und diese Stiefel. Wow, wir sehen aus wie Zwillinge. Aber ich sehe besser aus. Hä? Was ist das denn? Siehst du das? Wir brauchen ein neues Outfit. Wow, wie habe ich das gemacht? Was glaubst du, was da drin ist? Ja, nicht viel. Das ist enttäuschend. Aber das macht nichts. So schnell gebe ich nicht auf. Du musst in die Kiste. Jetzt schütteln. Nicht erbrechen. Hoffentlich klappt das. Oh, wow. Du siehst großartig aus. Ich bin so glücklich. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich kann nicht glauben, dass du immer noch die gleiche Puppe bist. Aber du bist immer noch meine Bestie. Ich hatte eine tolle Zeit. Ich fühle mich so gut. Lass uns feiern. Wow, schau dir das an. Ziemlich cool, oder? Ja, wenn man sich keine echte Kunst leisten kann. Das kann jeder, siehst du? Das könnte ich teuer verkaufen. Ich kann das Geld praktisch schon riechen. Naja, vielleicht. Guten Tag, Schüler. Was für tolle Werke. Ich weiß. Bravo! Das schreit doch nach einer Kunst-Challenge. Los geht's. Wow! Wo sind wir hier? Guck mal. Willkommen, meine kleinen Künstler. Hallo! Entfesselt eure Kreativität, denn ihr seid Teilnehmer der Kunst-Challenge. Was macht denn der da drüben? Das fühlt sich gut an. Grün hat richtig viele Antioxidantien, richtig? So gut für die Haut. Er weiß, dass das Farbe ist, oder? Okay, wie sehe ich aus? Erfrischt. Wie auch immer. Oh, ich habe mir Farbe ins Gesicht geschmiert. Aber das bringt mich auf eine Idee. Zeit für Fingermalerei. Hat er Fingermalerei gesagt? Oh Mann. Warte, ich weiß. Oh yeah, komm zu Papa. Tada, die ist ganz schön hübsch, oder? Du magst Meerjungfrauen? Ja, na und? Probieren wir das nochmal. Oh yeah, auf geht's. Hab ich's. Oh. Schau mal die ganzen Farbtöne. Hübsch, oder? Wer von euch macht mit? Ja, der Daumen. Wir beginnen mit funkelndem Gold. Die Farbe des Reichtums natürlich. Ich brauche nur zwei Abdrücke. Dann kommen die Details. Oh, wie süß. Die sind kleine Kumpels, siehst du? Fingermalerei macht irgendwie Spaß. Und ich bin ziemlich gut darin. Hier, bitte sehr. Nur das Beste für euch. Und fertig. Ich bin echt beeindruckt von mir. Wow. Und was mache ich? Ich muss meine Finger benutzen. Ich hab's. Hier kommen die Malutensilien. Nice. Dann wollen wir mal. Oh, was hat sie vor? Das wüsstest du wohl gerne, hm? Mega schön. Fingerzeit. Wow, das fühlt sich gut an. Jetzt schnell, bevor sie trocken ist. Ha! Genau in der Mitte. Und nun muss ich nur noch ausmalen. Die Hand ist ein echt guter Anfang. Hier ist fast alles nun ausgemalt. Und weiter geht's. Errätst du schon, was es ist? Es kommt drauf an, wie man es betrachtet. Aus diesem Blickwinkel ist es ein Flamingo. Ich darf die langen Beine nicht vergessen. Ist der nicht niedlich? Fertig.
Hey, guck mal, was ich hier habe. Hm, nicht schlecht. Meins ist aber niedlicher. Gefällt euch meine Krawatte? Na egal, schauen wir mal. Sehr schön. Hazel? Ein Flamingo, wie clever. Aus deiner Hand gemacht, was? Sehr gut. Und diese Runde geht an Hazel. Wirklich? Ich hab's geschafft. Echt jetzt? Aber meins ist doch viel süßer. Woohoo! Okay, Kinder, bei der nächsten Challenge müsst ihr um die Ecke denken. Versteht ihr, was ich meine? Oh, wow, cool. Egal, was soll's. Habt ihr verstanden? Wählt einen Buchstaben. Ich hab's kapiert. Schauen wir mal. Wow. Ich sehe... Oh nein! Hey, langsam, Kumpel! Okay, hier gibt's nichts mehr. Welchen Buchstaben wähle ich? Na klar, B und D. Hat sie den Verstand verloren? Nein, ich sehe alles klar. Und ich bin inspiriert. Zuerst kommt dieses kleine B. Und dann das kleine D. Und nun beginnt der ganze Spaß. Oh, eine süße kleine Nase. Siehst du, es wird ein Hund. Der ist doch süß, oder? Oh, die kleinen Pfoten. Was wäre ein Hund ohne pinke Zunge? Und er hat ein goldenes Fell. Das dauert eine Weile, aber es lohnt sich. Und fertig. Hey, schau mal. Oh, alles aus zwei Buchstaben. Oh. Ja, das sehe ich. Ich werde jetzt meinen Buchstaben finden. Dann wollen wir mal sehen. Oh, das ist mehr, als ich sehen wollte. Wow, der Elefant ist ja riesig. So majestätisch. Ich sehe irgendwie gar nichts. Okay, dann mal los. Oh, nein, 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 nein. Nein? Je größer, desto besser. Ich muss mich nur noch vorbereiten. Wie jeder gute Künstler. Man braucht frisch gespitzte Bleistifte. Wunderschön. Der erste Schritt sind saubere Linien. Nun habe ich meinen Startpunkt. So, mein Buchstabe ist fertig. Aber ich stehe noch ganz am Anfang. Erkennst du, was ich zeichne? Ich gebe dir einen Tipp. Es ist grau und sehr groß. Schau dir meine sorgfältige Schattierung an. Okay, ich bin so gut wie fertig. E steht für Elefant. Damit bin ich sehr zufrieden. Oh, ich auch. Siehst du? Wow, sehr schön. Ich liebe Hunde. So süß. Und Miles? Wie einfallsreich und so eine tolle Schattierung. Muah. Und nun entscheiden wir, wer gewonnen hat. Miles! Was? Aber mein Hund ist viel süßer. Tja, mit Talent kann man nicht konkurrieren. Ich meine, schau es dir an. Nichts ist so majestätisch wie ein Einhorn. Und eins zu zeichnen macht riesig Spaß. Wow, wie hübsch. Aber es braucht noch ein bisschen Glitzer. Verteilen wir es ein bisschen. Aber immer schön innerhalb der Linien bleiben. Nice. Aber was ist ein Einhorn ohne Regenbogenfarben? Und du kannst dafür Wattestäbchen nehmen. Eine für jede Farbe. Und dann bringst du sie so zusammen und tauchst sie in Wasser. Und schon geht die Farbexplosion los. Sieht doch mega aus, oder? Und mit ein paar vorsichtigen Bewegungen kannst du ein tolles Muster erzeugen. Wie diese prächtige Mähne. Siehst du, was ich meine? Pff, mein Einhorn ist viel kreativer. Und teurer. Nimm das! Hey, das war aber nicht nett. Oh nein, dir werde ich's zeigen. Ha! Hey! Hey! Wow! Genug gestritten. Seht ihr das? Es ist Challenge-Zeit. Hallo zusammen. Willkommen zu meiner Mal-Challenge. Wow, fantastisch. Und? Oh,
Ist das nicht ein schöner Baum? Zeichnet mir einen schönen. Oh, das ist total befriedigend. Was soll das nervige Knallen? Was? Stört dich das etwa? Bitte, hör damit auf. Oh, das sieht ja wie Blumen aus. Und ich habe eine Idee. Aber zuerst wird gemalt. Oh yeah, los geht's. Das erfordert einiges an Konzentration. Ich beginne mit Zweigen. Eigenwillig. Und die bekommen jetzt Blüten. Wow, das klappt ziemlich gut. Ich nehme auch noch andere Farben dazu. Nice, bin fertig. Und was sagst du dazu? Wow, sie hat das gemacht? Damit? Oh je, ich brauche eine Inspiration. Oh, bingo. Ich weiß, was ich tue. Wer braucht schon Pinsel? Ich nehme einfach diese Blätter. Und natürlich jede Menge Glitzer. Oh yeah, lass es regnen. Faszinierend, oder? Ach, wenn's wirklich Glitzer regnen würde, dann hätten wir glitzerndes Grünzeug, genau wie das hier. Das ist wunderschön, oder? Tja, und nun bin ich auch schon fertig. Tada, mein Meisterwerk. Ich habe Konkurrenz. Oh, seid ihr fertig? Hey, wo ist meine Lieblingspflanze? Miles? Oh, sorry. Na schon, okay. Und du, Hazel? Was für ein lustiger Einsatz von Textur. Wow. Nimm meins. Hazel ist die Gewinnerin. Gut gemacht. Wirklich? Yes. Was? Oh, meins ist aber viel cooler. Wow, guck dir das an. Ich will anfangen. Hey, ja. Wie hast du das gemacht? Ich habe keine Ahnung. Okay, das habe ich nicht erwartet. Guck dir das an. Es sind so viele. Ich glaube, das sind alle. Wow, die sind so matschig. Hm, und sehen lecker aus. Wie sind die? Fantastisch. Die sind saftig und köstlich. Okay, ich bin dran. Ich kann keine Karate. Also schneide ich die auf. Das ist so spannend. Wow, das ist Wackelpudding. Guck, wie der wackelt. Guck doch mal. Los, probier schon. Das werde ich. Oh, wow. Das ist köstlich. Hä? Was ist hier los? Lexi, ich habe Angst. Das gefällt mir nicht. Wo sind wir? Oh, schöne Klamotten, Leo. Sieht gut aus. Was ist, Barbie? Ich soll den Deckel hochheben? Okay. Hä? Eine Schale Zucker? Ziemlich süß. Okay, jetzt ich. Ich habe auch Zucker. Ich hatte was anderes erwartet. Und was machen wir damit? Ah, ich habe eine Idee. Ich brauche diesen Spieß und einen Topf. Jetzt wird gekocht. Ich gebe den Zucker in den Topf. Dann kommt Wasser dazu. Das müsste reichen. Ich drehe den Herd hoch und rühre um. Ich warte, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Dann kommt der Topf vom Herd. Ich lasse das etwas abkühlen und gieße es dann ins Glas. Ich will nicht klempern. Das ist flüssiges Gold. Aber sieht noch langweilig aus. Also mache ich Lebensmittelfarbe rein. Dann umrühren. Guck dir die Farbe an. Ich wälze den Spieß im Zucker. Dann stecke ich ihn ins Glas. Jetzt warte ich. Das sollte nicht lange dauern. Jeden Moment. Guck mal. Sieht aus wie ein Kristalllolli. Ich kann es kaum erwarten, den zu probieren. Sieht köstlich aus. Der ist echt gut. Wie soll ich das übertreffen? Ich muss nachdenken. Warte mal. Ich hab's. Ich nehme die. Freut mich, dich kennenzulernen. Lexi hat keine Ahnung. Der ist fantastisch. Warte, wo ist meine Puppe? Das ist ja handlich. Ich habe mir Appetit geholt. So viel Geschmack. Die saß doch gerade noch hier. Hast du meine Barbie gesehen? Deine was? Hier ist sie. Sie sieht irgendwie anders aus. Was hast du getan, Leo? Wovon redest du? Ich kann's nicht glauben. Sie ist eine Ente. Ah, sie war noch so jung. Ich bin echt traurig.
Vielleicht kriege ich das ja wieder hin. Guck mal. Barbie kämmt mir die Haare. Das ist lustig. Aber sie sieht trotzdem komisch aus. Wenigstens schmeckt mein Lolli gut. Es gibt nur einen Teller und ich mach den auf. Nein, ich. Ich mein's ernst. Oh, okay, machen wir's zusammen. Gute Idee. Oh, Bonbons und Maiskörner. Ich will die Süßigkeiten. Nein, ich hab die zuerst gesehen. Lass los. Die gehören mir. Hör auf damit, Lexi. Guck, was du gemacht hast. Ich? Du hast angefangen. Das ist deine Schuld. Es reicht. Ich weiß, was zu tun ist. Wir teilen die. Damit kann ich leben. Was sollte das? Nicht so schnell. Du brauchst einen Handschuh. Zieh ihn an. Ist das wirklich notwendig? Ich zieh ihn an. Zufrieden? Ja, bin ich. Jetzt zu den Süßigkeiten. Ich mach sie ins Glas. Grüne Bonbons. Mag ich. Pah, bitte. Jeder weiß, dass die blauen die besten sind. Guck sie dir doch an. Ich brauch was aus meiner Handtasche. Ich hab immer mein Glätteisen dabei. Man weiß nie, wann ein Haarnotfall kommt. Was hast du vor? Ich hab eine tolle Idee. Ich leg ein Bonbon aufs Glätteisen und daneben ein Maiskorn. Und los. Das wird eine Weile dauern. So machst du das, ja? Gib mir die Körner. Ich verteile die auf dem Teller. Mhm. Dann kommen die blauen Bonbons dazu. Das müsste reichen. Ich habe mein Bügeleisen dabei. Ich hasse zerknitterte Kleidung. Das Eisen bereitet meine Körner zu. Wow, hast du das gesehen? Ich habe Popcorn gemacht und es ist blau. Ich hab's. Lecker. Warte, mein Handschuh. Ich glaube, ich habe alle. Und jetzt wird gegessen. Das ist echt gut. Lexi? Das dauert länger, als ich dachte. Oh, es ist geplatzt. Ich wusste, dass das klappt. Oh, meine Zähne. Was ist gerade passiert? Mach dir darüber keine Gedanken. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich stecke es in den Handschuh. Ist nicht viel, aber dafür lecker. Fertig? Los! Ich hab's. Du warst zu langsam, Leo. Was? Ich wollte den blauen. Ich bin zufrieden damit. Worauf warten wir? Ist ganz schön zäh. Ich mache eine riesige Blase. Schau mal. Ha! Das war nur zur Übung. Ich bin dran. Rein mit dir, Kaugummi. Hey, langsam. Ich zeig dir eine riesige Blase. Beeindruckt, was? Das ist lustig. Ach, das war doch nichts. Willst du was Cooles sehen? Das hast du nicht erwartet, was? Ich fang grad erst an. Jetzt wird es ernst. Wow, was zum... Ich kann's nicht glauben. Wow, das war heftig. Was machst du da, Leo? Mach's richtig oder lass es. Du bist ein Amateur. Dir zeig ich's. Pass auf. Boah, das mache ich nie wieder. Das ist schön. Ich will anfangen. Weintrauben. Die sehen so saftig aus. Ich werde die gleich probieren. Was hast du? Guck dir das an. Ich hab Zuckerwatte. Wow, heute ist mein Glückstag. Ich bin zufrieden mit den Trauben. Hey, da ist was drunter. Das ist eine Glocke. Wozu die wohl gut ist? Sie haben geläutet, Madame. Gestatten Sie. Oh, danke. Wow, voll cool. Immer her damit. Daran könnte ich mich gewöhnen. Es ist mir ein Vergnügen, Madame. Ich verdiene das. Ich füttere mich einfach selbst. Ist keine Beschwerde. Zuckerwatte ist das Beste. Als würde man Wolken essen. Die ist so flauschig. Gibt's noch was Besseres? Ich glaub nicht. Ich bin so glücklich. Alle meine Träume werden gerade wahr. Nichts kann diesen Moment ruinieren. Hä? Was ist passiert? Oh, mein Ventilator ist kaputt. Hey, dreh dich! Oh, das ist enttäuschend. Oh, hier drin ist es so heiß. Wenigstens habe ich mein Wasser. Das kühlt mich ab. Hey, das bringt mich auf eine Idee. Lexi, das musst du dir angucken. Ich stell das Wasser auf den Teller. Und dann tauche ich die Zuckerwatte da rein. Wow, guck mal.
Die Zuckerwatte löst sich auf. Ist wie ein Zaubertrick. Jetzt habe ich ein köstliches Getränk. Aber ich friere das noch ein. Wow, ich habe ein Eis am Stiel. Und alles meins. Schlürf. Oh ja, das ist der gute Stoff. Neidisch? Aha. Wo hat er das her? Hey, er hat ein Eis. Was? Schon so spät? Ich muss los. Hey, komm zurück. Was? Muss ich die Trauben jetzt alleine essen? Warte mal. Ich habe eine Idee. Dafür brauche ich diese große Schüssel. Ja, mit der wird's gehen. Ich stell die auf den Boden. Und da kommen die Trauben rein. Jetzt zum lustigen Teil. Gut, dass ich mir die Füße gewaschen habe. Das fühlt sich irgendwie komisch an. Ist so matschig. Aber gefällt mir. Ich mache Traubensaft. Alles muss zerquetscht werden. Das müsste reichen. Ist ganz schön viel Saft. Puh, die ist schwer. Das war ein Workout. Ich gieße den ins Glas. Ups, ich habe geplappert. Ich hätte gerne noch den Butler. Hm, da fehlt noch was. Ich weiß. Obst. Diese Erdbeeren sehen frisch aus. Ich gebe die in meinen Drink. Den werde ich genießen. Aber ich will noch was machen. Ich will den einfrieren. Wow, mein eigenes Eis am Stiel. Wow, ich bin beeindruckt. Sieht fantastisch aus. Weintrauben und Erdbeeren. Lecker. Her damit. Hm, lecker. Ich kann nicht aufhören zu lecken. Stoßen wir an. Gut gemacht, Leo. Oh, so eine Auswahl. Wow, guck dir die an. Oh, hey, wie geht's? Ich koste keinen Cent. Yeah, aber ich habe einen teuren Geschmack. Na, dann bin ich die richtige Puppe. Wow, du bist perfekt. Mama, ich will die haben. Soll das ein Scherz sein? Weißt du, wie verletzend das ist? Oh, die will ich. Hm, okay, wir nehmen sie. Oh, danke, Lady. Kommen Sie jederzeit wieder. Gehen wir, mein Schatz. Das Auto wartet. Wow, hier gibt's so viel Spielzeug. Hallo. Psst, ich zähle gerade Geld. Oh, sorry, ich bin leise. Hm, welches Spielzeug nehme ich? Oh, das ist schön. Wie viel? Das kann ich mir nicht leisten. Ich bin reich, juhu. Kannst du mir helfen? Was bekomme ich dafür? Hä? Zeig mal her. Soll das ein Witz sein? Hey, das war meiner. Unfassbar, dass du das gemacht hast. Das ist mein Taschengeld. Ich habe das gespart. Warte mal, was ist hier drin? Das ist eine Puppe. Und die ist kostenlos. Wow, heute ist mein Glückstag. Du kommst mit. Das stelle ich hier hin. Eine Sache noch. Dieses Regal ist super süß. Das wird im Bad toll aussehen. Und ein kleiner Motivationsschub. Willkommen zu Hause. Du wirst dich hier sehr wohl fühlen. Hm, hast du Hunger? Mh, leckerer Schokoaufstrich. Bald aufmachen. Oh nein, was habe ich getan? Ich habe dein Kleid bekleckert. Das tut mir leid. Uns bleibt nur eins übrig. Du musst duschen. Warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Wir haben keine Wanne. Hm, das müssen wir ändern. Aha, Geld löst jedes Problem. Ich brauche eine Expresslieferung. Wow, das ging schnell. Warte, die Wanne sieht seltsam aus. Ich bin verwirrt. Oh, die ist eingepackt. Ah, schon besser. Die ist perfekt. Ich stell die ins Bad. So schick. Da kommt Wasser rein. Hm, ist noch nicht entspannt genug. Ich weiß, was fehlt. Süße Herzchen. Okay, dein Bad ist fertig. Du wirst es lieben. Wow, siehst du das? Hm, du siehst nicht gut aus. Du bist ganz schmutzig. Oh, das geht nicht ab. Warte. Ich muss mehr schrubben. Ah, jetzt habe ich schlimmer gemacht. Was machen wir jetzt? Ich habe eine Idee. Komm mit. Wow, das Bad sieht toll aus. Sie genießt das richtig. Darf meine Puppe auch in die Wanne? Was? Nein, verschwinde. Sie kann echt gemein sein. Keine Bange, ich krieg das hin. Hier muss doch was sein, das ich nehmen kann. Gib mir eine Sekunde. Aha, eine glänzende Münze. Oh, wow, danke. Mal sehen, was wir hier haben. Hm, nicht viel. Ich kipp alles aus. Ich muss mir das genauer ansehen. Damit soll ich was anfangen? Ach, das wird nicht reichen. Oh, was ist das? Das könnte nützlich sein.
Ja, damit kann ich was anfangen. Los geht's. Zuerst falte ich das Blatt zu einem Dreieck. Ich mache eine Falz. Jetzt mache ich hier ein kleineres Dreieck. Dann falte ich das nach oben. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite. Genau so. Gut, dass ich diesen Origami-Kurs besucht habe. Der ist jetzt nützlich. Aber hoffentlich mache ich keinen Kranich. Okay, wo war ich? Ah, ich falte das Blatt. Ich klappe die Seiten nach innen. Das ist perfekt. Dann öffne ich das wieder. Das müssten alle Faltungen sein. Jetzt baue ich das zusammen. Ich klemme hier die Seiten ein und so entsteht eine Wanne. Wow, sie nimmt schon Form an. Eine Seite muss ich noch machen. Ich muss das zusammenkleben. Dafür nehme ich den Klebestift. Ich will ja nicht, dass sie auseinanderfällt. Das müsste reichen. Jetzt mache ich sie fertig. Die kommt erstmal zur Seite. Ich habe diesen Streifen aus Pappe. Den rolle ich jetzt auf und zwar schön fest. Dann biege ich den etwas. Das ist der Wasserhahn. Das war's, die Wanne ist fertig. Was sagst du dazu? Ich weiß, die ist toll. Probieren wir sie aus. Hier scheint ein guter Platz zu sein, schön gemütlich. Wie ist das Wasser? Ups, wo sind meine Manieren? Ich lasse dir etwas Privatsphäre. Aha. Oh, du bist fertig. Und schön sauber. Du siehst toll aus. Und du riechst gut. Super gemacht. Seid ihr bereit? Meine Damen, startet die Motoren. 3, 2, gleich geht's los. 1, los. Brumm, brumm. Das ist verrückt. Oh nein, sie ist gecrashed. Das ist heftig. Ich kann nicht wegsehen. Das Rennen endet hinter der Ziellinie. Juhu, du hast gewonnen. Du bist die Größte. Können wir auch teilnehmen? Was? Nein. Hast du überhaupt ein Auto? Nein. Das ist ein Problem. Nie können wir Spaß haben. Und ich habe keine Snacks mehr. Aber ich habe eine Idee. Ich fange besser gleich an. Ich schneide die Box auf. Dann klappe ich sie um. Die Mitte schneide ich aus. Und in die Seiten kommen Löcher rein. Jetzt noch anmalen. Ich nehme dieses schöne Rosa. Das wird toll aussehen. Ich mache das mit dem Pinsel, damit es gleichmäßig wird. So soll's aussehen. Das muss jetzt trocknen. Es gibt noch mehr zu tun. Ich schneide Halbkreise aus Pappe aus. Ich habe die Kanten umgeschlagen. Das sind die Räder. Die passen perfekt in die Löcher. Jetzt dekoriere ich das Auto. Das wird die Motorhaube. Wir brauchen auch Licht. Wir müssen ja was sehen können. Die Eisstiele habe ich rosa angemalt. Die kommen auf die Motorhaube. Die Sitze habe ich aus Schaumstoff gemacht. Und das wird die Windschutzscheibe. Los geht's. Wir wollen ein Rennen gewinnen. Was ist das? Das Auto meiner Puppe. Klar, wenn du das sagst. Das ist keine Konkurrenz. Mein Auto ist turbogeladen. Und ich habe einen Stock. Los, los, los. Wow, wie schnell die Autos fahren. Wow, was für ein Rausch. Fass mich nicht an. Hey. Was ist das? Gut, der kann, Kätzchen. Hast du toll gemacht. Wow, eine Puppe aus dem Müll. Das ist ein Traum. Hängst du wieder beim Müll rum? Guck mal, was ich gefunden habe. Soll das eine Puppe sein? Das ist eine Puppe. Wow, wie eine Prinzessin. Aber meine Puppe hat ein Haus. Übertrumpfe das. Oh, süßes, süßes Mädchen. Guck dir das an. Das hat nur die neuesten Gadgets. Meine Puppe ist glücklich, hier zu leben. Das ist viel besser als dein Haus aus Pappe. So ist das also, ja? Los geht's. Oh ja. Dann mal los. Willkommen zu Hause. Ha, ist ein bisschen eng. Es ist toll, reich zu sein. Wir können uns die besten Sachen kaufen. Oh, das ist so unfair. Schau dir nur deine Klamotten an. Die sind schmutzig und kaputt. Ich würde dir so gerne ein schönes Kleid kaufen. Dieses Kleid ist wunderschön. Du hast es verdient. Sie gibt ja nur an. Ich weiß, was zu tun ist. Ich kann meinen Pulli nehmen. Was machst du da? Wir tun so, als ob wir das nicht sehen. Ich habe eine gute Idee. Ich stecke meine Puppe in den Ärmel. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Vielleicht, wenn ich den um dich rumwickle? Nein, ist noch schlimmer. Das geht nicht. Warte mal. Was ist das? Vielleicht nehme ich die Plastiktüte. Ja, mit der wird's gehen. Wird Zeit für ein Makeover. Ich schneide die Tüte zu einem Kleid zu. Dann ziehe ich es meiner Puppe an und binde es vorne zu. Wow, das sieht toll aus. Du könntest auf den Laufsteg. Du siehst so schick aus. Ava, guck mal. Was?
Willst du mich verarschen? Das darf doch nicht wahr sein. Das ist ein Notfall. Perfektes Timing. Genau, was ich will. Es ist aus Gold. Wow, das steht dir echt gut. Du siehst aus wie ein Filmstar. Ich liebe es. Schau mal hier rüber. Ich glaube, du wirst neidisch sein. Wow, das ist so schön. Wir sollten eine Party feiern. Was? Nein, wir feiern nur mit der Elite. Meinetwegen. Das ist so schwer. Entscheidungen, Entscheidungen. Welche Schuhe ziehst du an? Die müssen zu meinen passen. Diese? Nee. Du brauchst auch Schuhe. Gefallen dir meine Socken? Ignorier das riesige Loch. Ist ein bisschen peinlich. Hoffe, das hat niemand gesehen. Ich versteck schnell. Schon besser. Aber wir brauchen Schuhe für dich. Ich schau mal in der Schublade nach. Vielleicht gibt's was, das wir nehmen können. Oh, Spinnen! Sie haben mich. Ich sollte öfter putzen. Das kann ich auch gleich machen. Warte mal. Ich hab's. Ich habe ein Oval auf den Lappen gemalt. Das schneide ich jetzt aus. Ich mache das noch mit anderen Farben. Das wird schön bunt. Jetzt staple ich die übereinander. Genau so. Und dann klebe ich ein Stück Schaumstoff drum. Okay, probier sie an. Wow, die passen perfekt. Und jetzt lauf los. Hey, du siehst toll aus. Stylisch und praktisch. Ich will auch so ein paar. Hey Ava, guck dir diese Schuhe an. Ich kann mich nicht entscheiden. Was? Oh wow. Die sind viel besser als diese alten Dinger. Sieh dich an, du bist so schmutzig. Wir müssen dich sauber machen. Halt still. Oh, ist die Decke undicht? Ja, ich brauche eine Dusche. Das fühlt sich gut an. Keine Sorge, ich habe dich nicht vergessen. Ich muss nur ein paar Tropfen auffangen. Das sollte reichen. So entfernen wir den Schmutz. Und du bist wieder wie neu. Man braucht manchmal gute Pflege. Mach's dir ruhig bequem. So eine winzige Zahnbürste. Ganz ruhig. Weit öffnen. Du wirst bald ein Hollywood-Lächeln haben. Ich werde eine Sonnenbrille brauchen, um dich anzusehen. Deine Zähne sind perlweiß. Jetzt bin ich dran. Oh, so beruhigend. So lässt es sich leben. Macht es dir Spaß? Was machen wir jetzt, Püppchen? Bringen wir deine Haare in Ordnung. Deine Haare sind langweilig. Aber ich weiß, was zu tun ist. Ich bin eine Expertin im Haarstyling. Das war deine Schuld. Versuchen wir es noch einmal. Du siehst ja so zerzaust aus. Es ist so nervig. Schön, dich zu sehen, Schatz. Ich mach das schon. Nein, meine Puppe. Okay. Ich brauche aber ein paar Spezialwerkzeuge. Wo sind sie? Aha, genau das brauche ich. Das könnte knifflig werden. Nicht bewegen. Ich nehme eine Schüssel, füge Wasser hinzu und ein wenig Lebensmittelfarbe. Dann vermische ich alles gut. Sieht gut aus. Wo ist meine Kundin? Ich tauche die Haare der Puppe ins Wasser. Ist es warm genug? Was rede ich da? Du bist eine Puppe. Jetzt warte ich eine Weile und wringe das Haar aus, um das Wasser zu entfernen. Jetzt müssen wir dein Haar abtrocknen. Wow, diese Farbe steht dir wirklich gut. Sie sieht echt schön aus. Bist du fertig? Wow, du siehst so anders aus. Ja, aber du musst mich immer noch bezahlen. Ach ja, richtig. Bonbons? Oh, das ist der Grund, warum ich nicht mit Kindern arbeite. Das war toll. Ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Wow, schau dir ihre Haare an. Wie wär's mit einem neuen Look? Wann hast du das letzte Mal deine Haare gewaschen? Was soll ich jetzt tun? Moment mal. Vielleicht kann ich den hier benutzen. Ein Versuch ist es wert. Ich lege meine Puppe auf den Tisch und schneide ihr die Haare. Wow, kurzer Haarschnitt steht dir gut. Der kahle Kopf aber nicht. Ich nähe die Schnur durch den Puppenkopf und verwende verschiedene Farben. Sie wird spektakulär aussehen. Jetzt die überschüssige Schnur abschneiden und den Kopf wieder anbringen. Wow, ich wünschte, ich hätte solches Haar. Du siehst umwerfend aus. Ich bin neidisch. Und Ava auch. Dieser Schokoaufstrich ist echt köstlich. Probier mal. Oh nein, ich habe ihn überall verschüttet.
Tut mir leid. Wir müssen dich umziehen. Zum Glück habe ich diesen Koffer mit Outfits. Ich bin auf alle Fälle vorbereitet. Wie findest du das? Süß, oder? Los, probier's an. Es wird dir gefallen. Wow, du siehst toll aus. Du siehst ja in jedem Outfit gut aus. Du bist so schick und gehörst auf den Laufsteg. Wow, ich bin total sprachlos. Und die Katze als Accessoire? Tolle Idee. Wie wäre es mit etwas Legerem? Es ist ideal für einen Spaziergang. Glamourös, aber leger. Gehst du mit Freunden aus? Mit diesem Outfit bist du bereit, Spaß zu haben. Du wirst der Mittelpunkt der Party sein. Du bist die beste Kleine. Wow, so viele schöne Kleider. Besser als meine Garderobe. Du brauchst wohl auch ein paar neue Kleider. Zeit für einen Einkaufsbummel. Zieh dich nicht einfach so aus. Ups, Entschuldigung. Wo soll ich nun hinschauen? Relax, sie ist abgedeckt. Hey, Ava. Psst. Kann ich mir die ausleihen? Die Socke, sie ist hinter dir. Ich habe gerade meine Nägel lackiert. Bitte, ich brauche es wirklich. Oh, nimm sie. Igitt, die ist ekelhaft. Danke, das wird schon klappen. Ich schneide zuerst die Spitze der Socke ab. Genau so. Dann ein kleines Dreieck an beiden Seiten. Sieht gut aus. Willst du es anprobieren? Wow, sieht toll aus. Ich wünschte, ich hätte so ein Kleid. Vielen Dank, Ava. Hä? Ich höre dich nicht. Egal. Oh yeah. Oh nein, was habe ich getan? Oh, nimm das ab. Es tut mir leid. Verzeihst du mir jemals? Wir sind Kunstexperten, Süße. Mach dir keine Sorgen. Wir haben von dem Schuh gehört. Die Originalität gefällt mir. Die Pinselstriche sind einzigartig. Ich kenne bessere, aber trotzdem, es ist okay. Sie sind also beeindruckt. Was ist mit Ihnen? Oh, ich bin mir nicht sicher. Was? Okay, das gefällt mir. Das ist schon besser. Ich möchte, dass er perfekt ist. Ich habe eine Idee. Ich nehme eine Schüssel mit Wasser und füge Nagellack hinzu. Verschiedene Farben davon. Ich will, dass es fantastisch aussieht. Das sollte genügen. Jetzt tauche ich den Schuh hinein und bewege ihn im Wasser. Ich möchte, dass er alle Farben auffängt. Wow, sieh dir den an. Meine Puppe hat Maßschuhe. Wow, exquisite Verarbeitung. Die Modehäuser in Mailand wären neidisch. Wir kaufen sie. Hä? Sie hat den Schuh in Nagellack getaucht? Wenn Kunst so einfach ist, will ich es auch versuchen. Ich brauche nur ein paar Schuhe. Na los, wo ist sie? Ich schau mal online nach. Ich habe kein Geld für sowas. Alles ist so teuer. Was soll ich jetzt tun? Ich weiß, ich habe hier etwas Geld für Notfälle. Die Mäuse haben es wohl vor mir gefunden. Ugh, warum passiert mir das immer? Was mache ich jetzt? Vielleicht gibt es hier drunter etwas Geld. Eine Klebepistole und Stifte, die kann ich verwenden. Es ist Zeit, kreativ zu werden. Ich ziehe meiner Puppe zunächst einen Luftballon über die Füße. So werden sie nicht schmutzig. Und sie sehen aus wie Socken. Ich bestreiche den Ballon mit dem Klebestoff. Das wird meine Form sein. Nun brauche ich ein Stück Schaumstoff. Ich zeichne den Umriss eines Fußes. Dann schneide ich ihn aus. Jetzt kann ich ihn ausmalen. Ich mache einen Regenbogeneffekt. Ich will verschiedene Farben verwenden. Wow, sieht fantastisch aus. Ich trage Kleber auf eine Seite des Schaumstoffs auf. Dann kommt die Klebeform darauf. Wow, handmade Boots. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich färbe den Kleber mit dem Korrekturstift. Ich mache kleine weiße Flecken mit dem Stift. Die sind echt cool. Und ich habe sie ganz allein gemacht. Ich hoffe, sie gefallen meiner Puppe. Komm, probier sie an. Sie passen einfach perfekt. Wow, sie sind der Hammer. Du siehst so modisch aus. Sie sind ein Naturtalent. Hä? Wow, schau mal da. Hoffentlich halluziniere ich nicht. Wir haben ein wahres Genie entdeckt. Wohin gehen sie? Ich muss die Boots sehen. Oh, hey. Bravo, ihr Werk ist erstaunlich. Danke. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ist das für mich? Moment, Sie wollen die Boots kaufen? Die verkaufe ich nicht, sie gehören meiner Puppe. Aber wir können sie berühmt machen. Ich will nur, dass meine Puppe glücklich ist. Lass uns hier verschwinden. Wir sehen so hübsch aus. Warte, du brauchst dein eigenes Telefon.
Ich habe das für dich gekauft. Wir können jetzt texten. Das war sehr unhöflich. Du solltest etwas dankbarer sein. Versuchen wir es noch einmal. Halte einfach die Bürste. Oh, das muss ich in Ordnung bringen. Danke, ihr mysteriösen Hände. Ha, eine schwierige Aufgabe. Die erfordert eine Menge Planung. Die Puppenhände sind zu klein. Wenn ich... Oh, ich kann eine Tasche entwerfen. Die wird ganz toll. Ach, das sieht schrecklich aus. Sie ist zu langweilig und simpel. Noch einmal von Anfang an. Fokus, Ava. Ich weiß, dass ich es kann. Die sieht schon besser aus. Sie braucht ein Kettenband. Wow, ganz herrlich. Ich sollte Designerin werden. Ich bin ein Genie. Ich nehme goldenen Schaum und schneide ihn in einer Kreuzform. Jetzt ziehe ich die Klebeschicht ab und falte die Ränder um. Dann drücke ich sie zusammen. Danach falte ich den langen Teil um. So, ich habe jetzt eine Tasche. Ich brauche nur die Kette. Wow, die würde ich tragen. Bitte schön, deine neue Tasche. Da kannst du all deine Sachen bewahren. Da gibt's so viel Platz. So hast du dein Telefon immer bei dir. Oder deine Haarbürste. Da ist alles drin. Wow, du siehst umwerfend aus. Wir müssen unbedingt ein Selfie machen. Das werde ich definitiv posten. Lächeln! Wir sind live. Haben Sie eine Botschaft für Ihre Fans? Oh, hi. Filmen Sie mich von meiner besten Seite. Aus dem Weg, Lady. Ich rede mit der Puppe. Entschuldigung. Hey. Gehen Sie aus dem Bild raus. Das ist echt peinlich. Was habe ich getan? Das ist meine Chance. Ich nehme das hier. Genau das brauche ich jetzt. Ich muss mich beeilen. Ava soll das nicht merken. Zuerst schneide ich dieses Patch ab. Die Farben sind erstaunlich. Jetzt brauche ich einen Reißverschluss. Ich trage Kleber an beiden Seiten auf und klebe Glitzerschaumstoff darauf. Jetzt muss ich es formen. So falten und dann auf ein Stück Karton kleben. Es soll sicher sein. Jetzt Kleber an die Ränder geben. Zum Glück ist meine Hand ruhig. Das sollte reichen. Dann klebe ich mehr Schaumstoff auf. Ich will keine Lücken. Noch einmal auf der anderen Seite. Jetzt den Patch in dieselbe Form schneiden und auf den Schaumstoff kleben. Jetzt kommen zwei kleine Kleckse Kleber nach oben. Einfach so. Ich klebe ein winziges Stück Stoff an. Und auch auf der Seite ohne Patch. Meine Puppe hat einen Rucksack. Bitte, gefällt es dir, Süße? Wow, ich wünschte, ich würde so aussehen wie du. Kannst du das schneller machen? Woher hat Annie den Rucksack? Sieht ja toll aus. Oh, danke. Ist doch süß, oder? Er gefällt mir sehr. Warte. Ist das mein Kleid? Ein Kleid? Nein, keine Kleider hier. Aber wir reden später darüber. Ich mag diese Farbe. Sie gibt dem Ganzen ein bisschen Glanz. Ich kann es kaum erwarten. Wow, das sieht toll aus. Wo fangen wir an? Mal sehen. Schuhe, guck mal. Oh nein, die müssen weg. Finde ich auch. Warte, was? Vertrau uns. Aber was soll ich anziehen? Das werden wir schon herausfinden. Ich brauche Schuhe. Meine Füße frieren. Was zum... Oh, das ist nicht gut. Ich wärme dich. Das geht nicht. Was machen wir jetzt? Moment. Ich trockne das besser. Oh, das benutze ich gerade. Das ist viel wichtiger. Lass uns an die Arbeit gehen. Ich lackiere deine Füße mit durchsichtigem Nagellack. Dann lege ich sie unter das UV-Licht. Wir brauchen noch eine Schicht. Wir haben Schuhe in Sekundenschnelle. Dann trage ich Glitzernagellack auf. Ich klebe einen Stein auf die Schuhe. Das gibt ein bisschen Glamour. Wie gefallen sie dir? Sie sehen gut aus. Wow, danke. Die sehen toll aus. Wahnsinn, ich liebe sie. Jetzt gib mir das. Kannst du das glauben? Da ist aber jemand launisch. Das ist doch nur Meg. Ich muss eingenickt sein. Raus aus den Federn. Ich hatte den besten Traum. Barbie? Was ist mit deinen Haaren passiert? Es ist schrecklich. Das sieht nicht gut aus. Lecker. Meg, das ist ein Notfall. Was ist das? Ich weiß. Wir müssen etwas tun. Aber was? Ich habe keine Ahnung.
Warte, hier, nimm das und meinen Keks. Was ist denn gerade passiert? Ich brauche den Strohhalm. Mhm. Zeit für eine neue Frisur. Was machst du da? Ich muss den Strohhalm abschneiden. Ich nehme dieses Stück. Ich muss ihn durchschneiden. Ich schneide in der Mitte. Das brauchen wir. Lass es uns ausprobieren. Hier, steck dein Haar in den Strohhalm. Und binde es mit einem Haarband zusammen. Es darf nicht herausfallen. Wir brauchen mehr Strohhalme. Und jetzt warten wir. Es wird sich lohnen. Wow, das ist ja toll. Wer braucht schon einen Friseur? Das ist lang genug. Wir können sie ausziehen. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Das steht dir wirklich gut. Ich kann nicht glauben, dass du das gemacht hast. Wow, es ist wunderschön. Ich wusste, dass es dir gefällt. Ich brauche eine Belohnung. Ich nehme meine Milch. Ah, und den Keks. Welchen Keks? Sehr lustig. Ich habe keinen Keks gesehen. Snack-Diebin. Ich konnte nicht anders. Ich habe mich so darauf gefreut. Warte mal, ist es schon so spät? Wir haben keine Zeit mehr. Wir haben immer noch kein Kleid. Ich mache besser eins. Wie schwer kann das schon sein? Aber ich muss mich beeilen. Ein kleiner Schnitt hier, ein Schnitt hier. Meine Freundinnen sind die Besten. Ich bin in meinem Element. So nennst du das? Tada! Warte mal. Das sieht nicht gut aus. Ich habe es ruiniert. Die Hochzeit ist ruiniert. Ich werde mich mit Essen trösten. Das wird mich aufmuntern. So gut. Das ist deine Lösung für alles. Ich weiß nicht mehr weiter. Mir fällt nichts mehr ein. Die Hochzeit ist gestrichen. Tut mir leid, Barbie. Sei nicht so dramatisch. Muss ich alles lösen? Was sollen wir tun? Lass mich nachdenken. Warte, ich hab's. Lass uns ein Kleid entwerfen. Das brauche ich. Das ist die Lösung für unser Problem. Guck mal. Ich schneide die Muffins in Streifen. Ich wickle sie um Barbie. Dann lege ich sie aufeinander. Jetzt brauche ich noch ein Stück Alufolie. Das wird ein tolles Oberteil. Du brauchst noch eine Kette. So. Was für eine schöne Braut. Sie ist noch schöner, als ich sie mir vorgestellt habe. Guck mal. Wow. Lass mal sehen. Boah, lass los. Zwing mich doch. Hör auf, Betty. Was machen die da? Wer hat das gesagt? Hey, hört auf damit. Das ist peinlich. Entschuldige bitte. Ups. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Du siehst wunderschön aus. Was für ein Charmeur. Ich liebe Bonbons. Das ist mein Lieblingsbonbon. Sieht lecker aus. Guck mal, das ist Betty. Ich hab die Blumen. Die sind aber groß. Barbie kann sie nicht halten. Schau sie dir an. Oh, daran habe ich gar nicht gedacht. Wenigstens riechen sie gut. Die können in den Müll. Aha, ich weiß. Wo willst du denn hin? Wie wär's mit diesen Blumen? Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Wie ist das? Sie macht Witze, oder? Nein. Ich frage mich, wir können Bonbons benutzen. Was? Wie? Guck mal, das muss ich schmelzen. Ich brauche eine kleine Menge. Das sieht ungefähr so aus. Ich muss es in eine Form gießen. Ich muss schnell arbeiten. Ich stecke Zahnstocher hinein. Dann warte ich, bis sie hart sind. Das wird schön. Sie sehen aus wie Blumen. Jetzt mache ich einen Strauß. Ich binde ein Band darum. Wow, das ist aber schön. Ich zeige ihn lieber Barbie. Er hat genau die richtige Größe. Oh, wie süß. Wow, danke. Sie riechen wunderbar. Ich fange gleich an zu weinen. Ich bin so glücklich. Warte, wie spät ist es? Wir haben noch keinen Ort gefunden. Was machen wir jetzt? Wie wäre es damit? Das hat so ein rustikales Flair. Das glaube ich nicht. Weg damit. Wie wäre es mit dieser Kiste? Was? Nein, sie ist keine Pennerin. Ja, gutes Argument. Das ist schwierig. Warte mal, ich habe eine Idee. Ach ja? Das können wir gebrauchen. Wow, das wird den Job erledigen. Tolle Idee, Betty. Das können wir noch besser. Wir machen noch Blumen dazu. Das muss schick aussehen. Ich nehme verschiedene Farben. Ich will, dass es auffällt. Fast fertig. So, fertig. Ich bin stolz darauf. Und wie gefällt es dir? Es ist toll. Tolle Arbeit. Ich habe gehofft, dass du das sagst. Ich stelle es hier hin. Barbie wird so überrascht sein. Es ist so bunt. Ich glaube, das ist alles. Nicht so schnell.
Was ist denn? Etwas fehlt. Aha, wir brauchen Nudeln. Alles in Ordnung? Wofür ist das? Ist das nicht offensichtlich? Nein, definitiv nicht. Okay, pass auf. Ich färbe die Nudeln mit Lebensmittelfarbe. Ein paar Tropfen reichen. Jetzt mache ich die Tüte zu. Ich schüttle sie. Ich möchte, dass die Nudeln bedeckt sind. Sie färben sich. Dann gebe ich Streusel dazu. Sie sehen aus wie Blumen. Es sieht aus wie Gras. Das wird ein tolles Essen für Barbie. Hier kommt die Braut. Sie sieht wunderschön aus. Und das ist Ken. Ich bin so nervös. Sie sind ein tolles Paar. Stopp! Wir müssen die Zeremonie unterbrechen. Was ist los? Ein Moment. Was macht sie da? Sie braucht einen Schleier. Ja, natürlich. Sie hat sogar ein Diadem. Du hast an alles gedacht. Das ist das Tüpfelchen auf dem I. Erlaub mir. Jetzt bist du fertig. Beeil dich, Betty. Können wir jetzt heiraten? Auf diesen Augenblick habe ich gewartet. Ich habe immer davon geträumt. Sie sprechen ihr Eheversprechen. Es ist wie im Märchen. Ich will. Was für ein Ring. Ich will. Sie sind verheiratet. Ich bin die glücklichste Puppe der Welt. Ich wusste, ich muss weinen. Wie romantisch. Wenn ich nur ein Taschentuch hätte. Hey, mein Hemd. Psst, du ruinierst den Moment. Sie werden sich küssen. Das ist furchtbar. Ach, ich habe schlechte Laune. Wow, beruhig dich. Du hast das Popcorn verschüttet. Hier, nimm dir etwas von dem Popcorn. Wow, okay. Was kann ich tun? Ich hab's. Hier kann nur ein Doktor weiterhelfen. Machst du Witze? Du bist kein echter Doktor. Du kannst mir absolut nicht weiterhelfen. Heute ist einfach nicht mein Tag. Oh, mein Herz ist traurig. So ein Jammer. Ich muss dich aufheitern. Wow, lach doch mal. Hä? Was haben wir denn hier? Oh, Süßigkeiten. Einen Augenblick. Das bringt mich auf eine gute Idee. Zuerst brauche ich etwas Popcorn-Mais. Das ist genug. Und nun füge ich Süßigkeiten hinzu. Okay, gut. Deckel drauf und Hitze hochschrauben. Oh, die Süßigkeiten schmelzen und das Popcorn knallt. Okay, mal nachsehen. Das nenne ich gelungenes Popcorn. Darüber würde sich jeder freuen. Hey, sieh mal, hier ist besonderes Popcorn. Hm, was ist das? Wie hast du das gemacht? Das riecht echt gut. Okay, ich probiere mal eins. Einfach wow, 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 wie ein Regenbogen in meinem Mund. Meinem Herzen geht es schon viel besser. Puh, das ging nochmal gut. Ich freue mich für Sie. Der erste Gast ist da. Hey, schönes Outfit. Alles Gute zum Geburtstag. Oh, eine Handyhülle? Danke, aber ich habe schon eine. Oh, sorry. Das haben wir gleich. Hier, für dich. Ich habe schon Zähne. Natürlich, sorry. Ich habe bestimmt noch etwas dabei. Oh. Dann eben nicht. Tut mir echt leid. Hey, ist das ein 3D-Stift? Hey, das könnte klappen. Lege dein Handy auf eine flache Oberfläche. Male mit einem 3D-Stift darauf. Arbeite dich von unten nach oben. Lass deine Kreativität freien Lauf. Achte darauf, das ganze Handy zu bedecken. Du willst keine Lücken haben. Die Kamera lassen wir natürlich aus. Sei vorsichtig, damit die Kamera nichts abbekommt. Jetzt malst du am Rand des Handys entlang. Und so entsteht deine ganz persönliche Handyhülle. Genau so. Ich habe noch etwas für dich. Wow, das ist toll. Das freut mich. Oh, noch ein Gast. Hey! Alles Gute, hier ist dein Geschenk. Stopp, 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 hör auf wegzulaufen. Hab dich. Das reicht für heute. Zeit für ein Bad und keine Widerrede. Puh, nun kommen wir zum Schrubben. Was? Sie ist weg? Wie konnte sie wieder entkommen? Oh, sie ist weg. Yeah, meine Monster, ihr seid die Besten. Was meinst du, was wir hier machen? Jetzt komm schon. Puh. Nein, ich will nicht baden. Ich hasse baden.
Du bist so gemein. Gut, dann bin ich eben gemein. Aber du wirst jetzt geschrubbt. Nein, du kriegst mich nicht. Kein Schrubben. Oh mein Gott, du treibst mich echt in den Wahnsinn. Yay, Ducky kann richtig gut schwimmen. Er ist der Beste. Sie liebt ihre Gummiente, okay? Ich glaube, das kann ich zu meinen Gunsten nutzen. Ich brauche dieses große Glas und fülle es mit Epoxidharz. Wow, so viele Bläschen schwimmen an die Oberfläche. Nur noch ein bisschen mehr. Okay, das sollte reichen. Und nun gebe ich etwas Farbe hinzu. Ein paar Tropfen sollten reichen. Und nun alles gut vermischen. Ich muss viel rühren. Das Epoxid ist sehr dickflüssig. Okay, das reicht. Zurück zur Gummiente. Okay, Ducky, Zeit für eine Epoxiddusche. Ich gieße es komplett über die Ente und stelle sicher, dass sie gut bedeckt ist. Das ist echt dick. Sobald alles übergossen ist, lasse ich es einfach kurz trocknen. Ja, fertig. Tada. Wie findest du's, Liebling? Wow. Meine Güte, sie ist komplett abgelenkt. Meine Chance, sie zu baden. Ich kann kaum glauben, wie gut das funktioniert. Die Ecken sind aber schwer. Willst du einkaufen gehen? Du brauchst dringend ein Bad. Widerlich. Hey! Nicht mein Problem. Wie auch immer. Du armes Ding. Das ist Verschwendung und du verdienst es, nicht weggeworfen zu werden. Keine Sorge, du bist jetzt in guten Händen. Was ist das alles? Schau nur, wie niedlich du bist. Nein, tut mir leid. Sieh dich nur an. Du bist ganz dreckig. Etwas Hilfe, bitte. Du hast geläutet. Hallo. Kannst du sie sauber machen? Sie ist total schmutzig. Ja, natürlich. Aber das wird dich was kosten. Das ist kein Problem. Gut. Sieht aus, als wäre es Zeit für ein Bad. Bist du bereit? Oh, das ist perfekt. Genau die richtige Größe. Entspann dich einfach. Ich brauche aber Wasser. Gar kein Problem. Es werde Regen. Sorry, das ist ein bisschen kalt, hä? Oh, unglaublich. Du lässt es wirklich regnen. Und ich bin noch nicht fertig. Siehst du das hier? Alles für dich. Wow. Das ist ja mega. Warte nur. Alle Barbies haben ein wenig Glanz verdient. Hier, bitte sehr. Hübsch, oder? Mann, bin ich gut. Oh, das hatte ich fast vergessen. Für dein Schrubbvergnügen. Was ist das für mich? Nein, für sie, Dummerchen. Oh, fühlt sich das nicht gut an? Du ekliger Schmutz, verschwinde. Also auch ein Peeling. Ich wünschte, ich könnte so ein Bad nehmen. Das ist einfach so luxuriös. Nichts anderes für dich. Schau nur, deine Haut ist so strahlend schön. Wow, gut gemacht. Wirklich beeindruckend. Oh, ich krieg das Zeug nicht ab. Oh, Wahnsinn. Hey, was? Kann sie auch ein Bad nehmen? Ja, aber gegen Bezahlung. Gegen Geld? Ich glaube, ich habe ein wenig. Einen Moment. Das ist alles, was ich habe. Ein Dollar? Du machst wohl Witze. Was? Ich bitte dich. Okay, okay. Und lass es regnen. Hey, keine Warnung? Jetzt bin ich klatschnass. Sorry, not sorry. Na, herzlichen Dank. Moment, komm schon. Ich weiß, die Antwort liegt direkt vor meiner Nase. Ein paar rasche Schritte genügen. Fast fertig. Hey! Bis jetzt sieht es großartig aus. Nur noch ein paar Dinge verfeinern. Und tada! Das ist eine Puppendusche. Nun kannst du endlich sauber werden. Ich weiß, das ist ziemlich genial. Nun warten wir. Was ist denn da los? Das ist eigentlich ziemlich cool. Ja, genau. Oh, bist du fertig da drin?
Deine Haut ist einfach strahlend schön. Du bist so schön. Oh. Hey, Molly, sieh mal. Hey, gut gemacht. Ja, irgendwie schon. Ha. Bye. Bye. Und was ist mit deiner Kleidung? Oh, nicht so gut. Sieh dir dieses hübsche Outfit an. Ach, das ist alles andere als perfekt. Inakzeptabel. Wie gut, dass wir diesen fabelhaften Kleiderschrank haben. Glaubst du, dass wir hier was finden werden? Schauen wir mal. Das ist alles für dich. Und was ist mit diesem Kleid hier? Nee, das passt nicht so ganz. Wie wäre es mit dem hier? Diesen? Oder damit? Definitiv nicht. Oh, ist hier irgendwas richtig? Du hast gar nichts zum Anziehen. Das ist so deprimierend. Kann denn gar nichts gut gehen? Mmh. Wow, das sieht wirklich lecker aus. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was für ein prächtiger Goldton. Wow. Das ist es. Du wirst in 0,x in Mode sein. Ich forme das hier einfach zu deinem Körper. Das ist ein fabelhaftes Partykleid. Nur dürfen wir die Juwelen nicht vergessen. Ist das nicht hübsch? Und es ist ganz einzigartig. Schau es dir an. Du bist umwerfend. Ich muss doch irgendwas hier drin haben. Wie diese Tasche. Nein. Ich mache was Besseres. Hoffe ich jedenfalls. Mal schauen, was ein paar kleine Bastelgriffe bewirken können. Hey Molly, was meinst du dazu? Was ist das überhaupt? Huh? Sieh sie nicht an, oh nein! Oh, du brauchst wirklich Kleidung. Meine Socke! Warte nur eine Sekunde, ja? Richtig schlecht. Es ist nicht toll. Aber für das hier ist es genau richtig. Zum Glück brauche ich nur das Riemchen der Socke. Und einfach so haben wir ein wunderschönes Kleid. Mega cute, oder? Und es ist so weich. Hey, gefällt er dir? Ha? Woher hast du das denn? Ich hab's selber gemacht. Komm, wir spielen. Oh, modische Besties. Fülle eine Spritze mit Glitzer und Epoxidharz auf. Gebe die Füllung in eine Schmetterlingsform. Lass das Epoxidharz trocknen. Dann entfernst du die Form. Befestige eine Kette mit Haken an den Flügeln. Das sind wundervolle Ohrringe. Wow, die sehen echt gut aus. Ohrringe müssen nicht immer teuer sein. Hi, David. Gefällt dir etwas? Die Auswahl ist echt riesig. Die gefällt mir. Wow, das ist alles so schön. Aber ich kann mir nichts kaufen. Ich gehe wieder. Bye. Sollte ich meinen eigenen Schmuck machen? Ich habe alles dafür, was man braucht. Mal sehen. Oh, das könnte nützlich sein. Ich fädele die Perlen einfach auf. Das ist gar nicht so einfach. Komm schon. Na los. Geschafft. Das wird nun verknotet. Oh, und nochmal von vorn. Damit bin ich zufrieden. Etwas zu klein. Ich ziehe es einfach über meine Hand. Okay, so geht das nicht. Ich muss es ausleiern. Nein, nicht schon wieder. Das ist so nervig. Mir reicht's. Blödes Armband. Ich will doch nur was Schönes zum Anziehen haben. Hä? Wo kamen denn die Zitronen her? Wow, na sieh mal eine an, das sind so viele. Das bringt mich auf eine Idee. Wenn du Früchte und Schmuck magst, wirst du das lieben. Schneide eine Zitrone, pass dabei auf deine Finger auf.
Lege die Zitronenscheiben auf ein Backblech und stelle sie in den warmen Ofen. Backe die Zitronen, bis sie ausgetrocknet sind. Etwa so. Die sind nicht zum Essen. Fülle einen Behälter mit flüssigem Glas. Mit einem Holzstäbchen dippst du die Zitrone im flüssigen Glas. Achte darauf, dass die Zitrone komplett bedeckt ist und lass den Rest abtropfen. Mache mit dem Holzstäbchen ein Loch und befestige einen Ohrringhänger daran. Dasselbe machst du mit den anderen Scheibchen. Wow, die sehen toll aus. Mutter Natur wäre stolz auf mich. So, jetzt werde ich etwas Geld verdienen. Mein Laden ist eröffnet. Was meinst du? Die sind toll. Ich nehme ein paar. Hier, für dich. Hey, hi Ava, ich liebe deine Ohrringe. Tauschen wir? Klar. Die sind für dich. Wow, die wollte ich unbedingt haben. Die sind so süß. Lass uns etwas Geld ausgeben. Wir haben viele tolle Sachen. Das entscheide ich. Oh, eine Puppe. Die will ich haben, Papa. Was ist das? Das ist sie. Was kostet die? Das ist eine teure Puppe. Lass mich nachdenken. Nein. Oh, das ist so gemein. Ich will diese Puppe. Ah, ich weiß. Du schenkst mir ein Auto? Abgemacht. Gut, wir nehmen die Puppe. Heute ist mein Glückstag. Gib her. Danke, Papa. Juhu. Oh, mir ist schlecht. Hey, wie geht's? Oh. Wow, was für eine hübsche Puppe. Und die kostet nur einen Dollar? Ah, ha, hatschi. Was machst du? Ups, tut mir leid. Das ist ja eklig. Ich nehme sie trotzdem. Nein, ich nehme nicht dein Geld. Warum denn nicht? Das ist doch nur Rotz. Aber wem kümmert's? Du gehörst mir. Was für ein schöner Tag. Perfekt für einen Spaziergang. Ups, meine Puppe. Alles in Ordnung? Nein! Vorsicht! Hä? Was war das denn? Das gibt's doch nicht. Ich hoffe, es geht dir gut. Oh, oh nein. Was ist das? Ich werde so tun, als wäre das nie passiert. Oh, weg damit. Das war sehr emotional, Püppchen. Hä, was ist das? Eine neue Puppe. Das ist ein Zeichen. Du kommst mit mir. Was ist denn hier los? Ich bleib auf dieser Seite. Und das ist deine Seite. Ich mache es mir bequem. Das wird lustig. Zeit für ein Makeover. Ich bin so froh, dass ich dich gefunden habe. Warte mal kurz. Schon mal die Beine rasiert? Ah! Was zum... Oh, das tut bestimmt weh. Ich weiß, wir können es mit Wachs versuchen. Mein Kaugummi ist noch ganz klebrig. Genauso. Du bekommst seidenglatte Beine. So, geschafft. Deine Haare sehen toll aus. Warte mal, das darf nicht wahr sein. Das sieht nicht gut aus. Und du hast Pickel. Die muss ich wegmachen. Hallo, wir haben einen Code Red. Das ist ein Notfall. Gib das her. Was? Zahnpasta? Glitzer. Es glänzt so schön. Aber was soll ich damit machen? Hä? Oh, ich weiß. Ich mache mich besser an die Arbeit. Ich schütte die Zahnpasta in die Schüssel. Das sollte reichen. Dann ist es Zeit für den Glitzer. Los geht's. Davon brauche ich eine ganze Menge. Jetzt muss ich alles umrühren. Ich will es mischen. Es soll eine Glitzerpaste werden. Das sollte nicht lange dauern. Sieht schon ganz gut aus. Jetzt kann ich meine Puppe damit anmalen. Halt still. Das wird wie eine Gesichtsmaske. Und es hilft, die Haare loszuwerden. Davon brauche ich ganz viel. Ich lasse es trocknen. Dann kann ich es abnehmen. Ich hoffe, das funktioniert. Wow, guck mal. Die Haare sind weg. Phew, was für eine Erleichterung. Warte, hier stimmt was nicht. Hä? Wie konnte das passieren? Oh, ich mache es besser. Es wird wieder gut, versprochen. Ich hatte Panik.
Du siehst toll aus. Das steht dir viel besser. Ich bin so glücklich. Mh, eine leckere, saftige Kirsche. Wow, die ist aber lecker. Hier, probier mal. Oh nein. Was ist mit deinen Zähnen? Schon mal was von Zahnseide gehört? Nicht schlimm, ich helfe dir. Oh, ich weiß schon, was ich machen kann. Ich nehme einen Ohrring. Genau so. Ich muss nur noch ein paar Änderungen vornehmen. Zuerst muss ich ihn richten. Dann muss ich ein Stück abschneiden. Das lege ich auf deine Zähne. Dann hast du ein schönes Lächeln. Du brauchst Lippenstift. Siehst du etwas, was dir gefällt? Es gibt viele Farben. Ach, ich dachte mir, dass dir das gefällt. Gute Wahl. Das ist auch meine Lieblingsfarbe. Los geht's. Nicht bewegen. Ich will nichts falsch machen. Zuerst trage ich eine Grundierung auf. Ich muss sicher sein, dass deine Lippen bedeckt sind. Dann brauche ich Glitzer. Nun streue ich ihn drüber. Luft anhalten. Dann bürste ich den Überschuss weg. Kitzel's. Das war's. Jetzt trockne ich es mit einer Lampe. So geht es schneller. Wow, das ist perfekt. Das steht dir echt gut. Weißt du, ich bin neidisch. Was meinst du? Meine Augen! Wow, das sieht ja toll aus. Ich wünschte, meine Puppe hätte auch so ein tolles Make-up. Warte mal, denkst du, was ich denke? Das löst all unsere Probleme. Ich zerdrücke jetzt die Kirsche. Sie muss schön saftig sein. Ich tupfe sie meiner Puppe auf die Wangen. Dann ein bisschen auf die Lippen. Wow, sieht gut aus und schmeckt gut. Danke, Mutter Natur. Guck mal, oh, ich bin beschäftigt. Wir zeigen, was wir können. Oh nein, pass doch auf. Dein Kleid hat sich in einem Ast verfangen. Ich hab's vielleicht noch schlimmer gemacht. Dein Kleid ist ruiniert. Das ist eine Katastrophe. Butler, ich brauche Hilfe. Beeil dich. Oh. Es gibt eine Belohnung für dich. Wo bist du denn? Warte, ich habe eine bessere Idee. Einen Versuch ist es wert. Ich falte diesen Schein. Dann mache ich am Ende noch mehr Falten. Das ist wie Origami. Aber es wird modisch sein. Ich lege ihn auf meine Puppe. Aber ich brauche noch viel mehr. Ich lege sie übereinander. Dann mache ich das Gleiche mit dem Oberteil. Wow, das ist ein schickes Kleid. Du hast einen teuren Geschmack. Ich muss niesen. Hatschi! Wow, sogar meine Popel sind reich. Die werden auf dem Kleid toll aussehen. Das ist genau das, was es braucht. Das ist noch nicht alles. Hatschi! Ich muss allergisch sein. Wow, goldener Rotz. Das ist so cool. Das könnten wir gut gebrauchen. Das wird ein toller Gürtel. Lass dich mal ansehen. Ist das schön. Du siehst aus wie ein Model. Oh, oh, ich muss schon wieder niesen. Alle in Deckung. Das wird ein großer Nieser. Hatschi. Das ist ja eklig. Das brauche ich nicht mehr. Hey, pass doch auf. Du könntest ein neues Outfit gebrauchen. Ich habe da eine Idee. Das muss ich auslernen. Ich brauche nur den Müllbeutel. Lass uns was Besonderes daraus machen. Ich lege den Müllbeutel auf den Tisch. Dann lege ich meine Puppe hinein. Genau so. Jetzt lege ich den Beutel um die Puppe. Ich halte sie fest. Ich befestige sie mit einem Gummiband. Ich lege das Gummiband um ihre Taille. Ich will ja nicht, dass das Kleid runterfällt. Aber ich bin noch nicht fertig. Wir brauchen noch ein paar Schichten. Ich mache noch einen Beutel darüber. Da kann die Puppe rein. Jetzt wird es gemütlich. Ich mache es noch einmal. Das wird toll aussehen. Sieht aus, als wäre sie schön angezogen. Jetzt muss ich es noch besser machen. Ich schneide das Kleid vorne auf. Wir brauchen noch einen Beutel. Das kommt auf den Kopf meiner Puppe. Du hast so ein Glück. Du bekommst ein einzigartiges Kleid. Es wird einmalig sein. Nun ziehe ich den Beutel runter. Ah, da bist du ja. Langsam nimmt es Form an. Wir müssen es an der Taille einklemmen. Aber keine Sorge, wir verstecken das Gummiband. Wir nehmen einen Streifen aus dem Müllbeutel. Den wickle ich um dich. Dann machen wir eine Schleife. Ich schneide den Überhang ab. Wir machen noch mehr Schnitte. Ich will einen mehrlagigen Rock. Ich mache es von oben nach unten. Das ist die letzte Lage. Das sollte reichen. Vom Müllsack zum Schick. Das sieht toll aus. Manchmal überrasche ich mich selbst. Wow, so schick. Das würde ich anziehen. Auf keinen Fall, wow. Wir müssen was mit deinen Haaren machen.
Wir können nicht zum Friseur gehen. Aber das macht nichts. Ich bin eine Zauberin, wenn es um Haare geht. Das wird nicht funktionieren. Wie wäre es damit? Nein, ich passe. Warte, ich bürste es aus. Das dauert eine Weile. Was habe ich denn gemacht? Oh, du hast eine Glatze. Oh nein, das ist ja schrecklich. Aha, ich weiß, was zu tun ist. Ich brauche diese Zeitung. Da gibt es nur eins. Deine Haare müssen ab. Verabschiede dich von deinen blonden Locken. Aber keine Sorge, alles unter Kontrolle. Jetzt zerschneide ich die Zeitung. Ich will einen schmalen Streifen. Das ist die perfekte Größe. Es muss besser aussehen. Ich fahre mit der Schere drüber. Das kräuselt dein Haar. Dann klebe ich es auf deinen Kopf. Ich mache noch mehr Zeitungsstreifen drauf. Das mache ich so lange, bis dein Kopf bedeckt ist. Dann mache ich Farbe drauf. Ich wähle ein kräftiges Pink. Wow, was für ein Unterschied. Genau das hast du gebraucht. Lass mal sehen. Wow, ich liebe es. Du siehst toll aus. Und diese Locken. Wow, so erfrischend. Was? Schaut euch ihre Puppe an. Da müssen wir was machen. Ich weiß. Ich hole meine Lockenwickler. Und jetzt warten wir. Ups, so lange. Ich dachte, ich rieche Feuer. Du hast nichts gesehen. Das ist ja peinlich. Warte mal. Vielleicht kann ich meinen Strohhalm benutzen. Ja, genau. Ich wickle deine Haare drum. Dann stecke ich eine Haarnadel rein. Und jetzt wickle ich es noch ein bisschen weiter. Und dann stecke ich noch einen Strohhalm drüber. Das ist der schwierige Teil. Das andere Ende stecke ich fest. Das mache ich mit den anderen Strähnen auch. Das war's. Das wird so schön. Und jetzt warten wir. Was für ein toller Schlaf. Oh, deine Haare. Wir müssen die Strohhalme rausnehmen. Mal sehen, wie es aussieht. Wow, schau dir das an. Natürliche federnde Locken. Das ist wunderschön. Das haut mich um. Das muss ich ausprobieren. Wir können Zwillinge sein. Wow, schau dir das an. Komm mal her. Das siehst du doch auch, oder? Meine Puppe hat ein neues Gesicht. Ich glaube, die beiden werden beste Freundinnen. Ich mag deine Haare. Und dein Kleid. Wow, das macht so viel Spaß. Mein Schwarm inspiriert mich. Ich hoffe sehr, dass er das zu schätzen weiß. Jetzt oder nie. Hey, wie geht's, David? Mal sehen, was sie mir geschrieben hat. Yep, auch ich habe Gefühle. Bleib ruhig, mein Herz. Mal überlegen. Meine Bücher. Sorry, ich helfe dir. Oh, so weich. Aha. Wow. Meine Bücher? Oh, stimmt. Also, ja, danke. Ich glaube, ich bin verliebt. Warte, noch ein Blick. Ja, der Typ hat was. Oh, genau das sage ich ihr. Es gibt doch nichts Schöneres, als deinen Schatz an den Moment zu erinnern, an dem ihr euch das erste Mal gesehen habt. Der komplizierte Teil ist fertig. Nice. Wow. Ich erinnere mich. Wie süß er ist. Hab dich lieb, Baby. Bei einem Kunstprojekt kommt es auch auf die Vorbereitung an. Und die kann etwas chaotisch wirken. Aber egal, machen wir aus der Idee Kunst. Der erste Strich ist immer der beste. Hier ein bisschen Blau. Es entwickelt sich langsam. Oder auch nicht. Das sieht schrecklich aus. Nope. Zum Glück habe ich noch mehr Blätter. Oh, geschmeidig. Das ist ja noch schlimmer als das erste. Oh. Komm schon, konzentrier dich. Das darf doch nicht wahr sein. Warum kriege ich keine dumme Blume hin? Okay. Beruhig dich. Tief einatmen. Ich kann das.
Ich bin absolut fähig dazu. Jetzt geht's los. Easy. Achoo! Das war Pech. Aber warte mal. Was für eine interessante Form. Damit kann ich was anfangen. Wenn du deinen Pinsel auf unkonventionelle Art nutzt, kommen einzigartige Designs raus. In meinem Fall sind es Blüten. Wenn du einige fertig hast, male noch grüne Stiele und Blätter dran. Siehst du, wie alles zusammenpasst? Vorsichtige Striche sind wichtig. Du kannst sogar zwei Blüten verbinden. Damit füllst du den Platz auch schön aus. Ich wusste, dass ich das hinbekomme. Wow! Hast du das selbst gemalt? Du kannst es haben, Annie. Ich habe noch andere kreative Sachen zu erledigen. Aber diesmal wähle ich einen ganz anderen Ansatz. Keine Bange, wir bleiben beim Thema Blumen. Siehst du, wie diese Linien die Blätter zum Leben erwecken? Lass dir ruhig Zeit damit. Du kannst auch Gras malen, siehst du? Der nächste Teil wird aber etwas komplizierter, denn wir wollen einzigartige Muster machen. Und zwar mit einem Luftballon. Das war irgendwie schön. Jetzt nutzen wir ihn als Stempel. Und wir bekommen diese lustigen und einzigartigen Blumen. Und die letzte nicht vergessen. Cool, oder? Fantastisch! Wie findest du das? David, wie kommst du nur auf solch schöne Ideen? Dank meines Geheimtools. Oh, das Bild macht richtig gute Laune. Gut genug, um eingerahmt zu werden. Aber warum schon aufhören? Ich brauche nur Inspiration. Richtig. Du hast was gesagt? Oh, Susan, das war nicht nett. Oh, ich weiß nicht. Hey. Meine Blätter. Oh, entschuldige. Ups. Schau, was du gemacht hast. Es ist hin. Hey, soll ich dir mal was zeigen? Hast du schon mal was von einem glücklichen Unfall gehört? Das ist einer. Wow. Darf ich? Klar, du kannst auch unterschiedliche Größen nehmen. Fantastisch. Machen wir noch mehr drauf. Was glaubst du, wie viele hier drauf passen? So viele, wie du willst. Jetzt wird's verrückt. Du kannst so ziemlich alles nehmen, solange es bunt ist, natürlich. Findest du, es sind jetzt genug? Sieht ziemlich cool aus, stimmt's? Schlag ein, mein kleiner Künstler. Ich habe voll Hunger. Ich brauche einen Snack. Die Lehrerin ist beschäftigt. Die Gelegenheit. Hier drunter habe ich immer einen Snack für Notfälle. Ah, da ist er. Muss mich beeilen. Sie wird sauer, wenn sie das sieht. Sind das Süßigkeiten? Hey! Einfach ignorieren. Sie haben nichts gesehen. Was? Wage es nicht. Sie können mich nicht aufhalten. Das ist ekelhaft, Ava. Ich schäme mich gerade selbst ein bisschen. Aber ich bereue nicht. Ich werde so tun, als wäre das nicht passiert. Mein Snackhunger ist leider nicht gestillt. Zum Glück habe ich noch Chips versteckt. Die werden reichen. Aber ich muss die verstecken. Ach, der Stifthalter wird's tun. Einfach cool bleiben. Es ist ein ganz normaler Tag. Die schmecken echt gut. Die habe ich gebraucht. Mund auf. Oh, das ist nett. Moment mal. Seltsam. Ich habe keine dritte Hand. Hallo, Ava. Chips sind nicht erlaubt. Hast du gehört? Oh, ich hab's gehört. Aber sie hat nichts von Donuts gesagt. Oh, Rückzieher. Ich behalte dich im Auge. Mir doch egal. Ich bin zu schlau für sie. Aha, erwischt. Was? Da juckt's ganz schön. Irgendwas stimmt da nicht. Sie ist gerissen. Ich brauche drastischere Maßnahmen. Ich wusste, dass diese Schaufensterpuppe mal nützlich wird. Muss sie nur noch verkleiden.
So ist's gut. Guck einfach weg. Ah, da habe ich, was ich wollte. Hm, das habe ich mir verdient. Das ist der leckerste Donut aller Zeiten. Rosa Zuckerguss und Streusel, ein Kunstwerk. Diesen Donut wirst du nicht essen. Ich habe dich gewarnt. Nein! Warte, sie haben eine Glatze. Gib den her. Oh, das ist ungerecht. Den essen sie aber nicht. Lass los, sofort, Ava. Wenn du dir mal im Unterricht so viel Mühe geben würdest. Nichts mehr. Verstanden? Jetzt muss ich Noten verteilen. Na gut, warte mal. Ich habe eine geniale Idee. Zuerst zeichne ich zwei kleine Kreise. Dann verbinde ich sie. Ich mache auch oben so eine Kurve. Dann zeichne ich eine Wellenlinie ein. Einmal komplett durch. Und oben kommt auch eine hin. Wenn ich mit der Skizze fertig bin, male ich es mit dem Feinliner nach. So wird's auffälliger. Ich muss nur den Bleistiftlinien folgen. So mache ich keinen Fehler. Wäre schade, wenn ich den Donut jetzt ruiniere. Dann radiere ich die Vorzeichnung weg. Jetzt kann ich ihn ausmalen. Aber erstmal nur den Abschnitt innerhalb der Wellenlinien. Das ist der Zuckerguss. Hm, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Jetzt male ich den Donut aus. Ich nehme dunkles Orange. Und mit dem Korrekturstift mache ich Streusel drauf. Ich tupfe sie auf den Zuckerguss. Dann kommt noch Schatten dazu. Ich gehe einfach um die Ränder rum. Das mache ich auch bei den Streuseln. So sieht er realistischer aus. Ich denke, das war's. Jetzt zu Schritt 2. Es wird ausgetauscht. Du gehörst mir, Donut. Und das Bild kommt in die Box. Hä? Wer ist da? Ich hab doch was gehört. Hm. Was? Stimmt was nicht? Ich lese mein Buch. Okay, aber ich behalte dich im Auge. Wer hätte gedacht, dass Bücher so nützlich sind? Perfekt fürs heimliche Essen. Raus mit euch. Ab zur nächsten Stunde. Endlich, alle sind weg. Auf den freue ich mich schon. Hey, was ist hier los? Das ist kein Donut. Ich wurde ausgetrickst. Ava! Selfie! Das sieht total süß aus. Hoffe, ich bin nicht zu spät zum Unterricht. Apropos süß. Guck mal, da ist Kevin. Oh Mann, wie sehe ich aus? Hey Kevin, hier drüben. Da bist du ja. Schön, dich zu sehen. Wow, er ist so niedlich. Wir wären ein schönes Paar. Wie würden wohl unsere Kinder heißen? Wen kümmert's? Sie wären bezaubernd. Hey, was ist hier los? Nein, so ist das nicht. Klar, dass du das sagst. Ich muss weg. Also Schätze, ich bin wieder solo. Hey Ava, guck dir das mal an. Ist total lustig. Das glaube ich nicht. Das war nicht nett. Ava, da bist du ja. Ich habe ein Eis für dich. Nein, will ich nicht. Das ist Schokoeis, deine Lieblingssorte. Nein, hau ab. Es wird schmelzen. Okay, versuchen wir es nochmal. Wegen Kevin? Oh, sie ist weg. Warte. Hm, vielleicht kann ich was damit anfangen. Zuerst habe ich einen Kreis ausgeschnitten. Darauf zeichne ich ein Gesicht. Ich nehme das vor Freude weinende Emoji. Ist ein Klassiker. Hier habe ich einen gelben und pinken Kreis. Die kommen oben aufs Emoji. Den oberen mache ich zum Liebes-Emoji. Sieht niedlich aus. Dann kommen noch zwei Kreise und noch ein Emoji. Das bekommt aber ein trauriges Gesicht. Kopf hoch, Kleiner. Obendrauf kommt ein pinker Kreis. Ich drehe das um und klebe hinten das Eisstäbchen drauf. Ich will doch nur glücklich sein. Ava, das musst du dir angucken. Was denn noch? So siehst du gerade aus. Wir müssen den Schmollmund umdrehen. Sehr lustig. So fühle ich mich. Ich hab dich lieb. Du bist meine beste Freundin. Du bist voll peinlich. Ja, ich weiß. Aber auch lustig, oder? Finde ich auch. Tut mir leid, Ava. Ich wollte nicht, dass das passiert. Hey, guck mal. Nein, du bist so witzig, Kevin. Meh, der ist gar nicht mein Typ. Hast du das selbst gemacht? Oh, du bist so schmutzig. Du brauchst ein Bad. Worauf warten wir noch? Ich kann den Topf benutzen. Jetzt brauchen wir Seifenblasen. Spülmittel hilft. Alles ist bereit. Rein damit. Wie ist das Wasser? Das muss so entspannend sein. Warte mal, ich weiß. Zeit für den Whirlpool. Wow. Du hast Glück.
Ich will mich auch mal verwöhnen lassen. Bedecke deine Scham. So ist es schon viel besser. Dein Gesicht ist noch ganz schmutzig. Ich schrubbe es besser. Ich habe eine Bürste. Aber wir brauchen noch was anderes. Diese Zahnpasta wird es tun. Das ist Pfefferminz. Du wirst toll riechen. Das klappt nicht. Ich brauche mehr Kraft. Oh ja. Genau das meine ich. Das dauert nicht lange. Mal sehen. Ich wische die Zahnpasta weg. Kein Dreck mehr. Was ist mit deinen Augen? Das muss ich beheben. Das wird schon wieder. Vertrau mir. So gut wie neu. Warte, ich kann was riechen. Das ist ja eklig. Das müssen wir wegmachen. Und zwar schnell. Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Das sind ganz schön viele Pickel. Da gibt es nur eine Lösung. Du brauchst ein Umstyling. Ich habe alles, was du brauchst. Vertrau mir. Du wirst aussehen wie $1 Million. Ich muss nur alles vorbereiten. Dann können wir anfangen. Okay, ich bin bereit. Ich lege dir das um den Hals. Mach es dir bequem. Ich fange mit deinen Haaren an. Du brauchst eine Haarwäsche. Wie wär's mit einer Kopfhautmassage? Das hilft mir immer. Jetzt waschen wir das Shampoo aus. Dann föhnen wir es trocken. Genau so. Jetzt müssen wir es noch bürsten. Niemand mag unordentliche Haare. Dein Haar ist schön. Nun werden die Pickel ausgedrückt. Das hat sich gut angefühlt. Dieser Reinigungsschaum ist toll. Deine Haut wird strahlen. Und die Pickel verschwinden. Es funktioniert immer. Das gehört zu meiner Schönheitsroutine. Ich wische es ab. Dieses Serum kommt aus Paris. Es ist so exklusiv. Es lässt Schwellungen abklingen. Und es gibt ein bisschen Glanz. Wow, du siehst toll aus. Du solltest Model werden. Ha, hast du das gesehen? Warte mal. Du hast da was im Haar. Ist das Kaugummi? Ups, tut mir leid. Es gibt nur eine Lösung. Das muss weg. Das wird schon wieder. Der Glatzenlook ist in. Vielleicht ist das nichts für dich. Warte hier. Ich muss nachdenken. Was ist das? Das könnte nützlich sein. Ja, ich habe eine Idee. Das wird perfekt. An die Arbeit. Ich ziehe dir diese Folie über den Kopf. Ich hoffe, du kannst die Luft anhalten. Es wird nicht lange dauern. Ich brauche einen Kaugummi. Den klebe ich auf die Schnur. Dann binde ich sie dir um den Kopf. Wir brauchen noch viel mehr Schnur. Das wird so bunt. Du wirst richtig auffallen. Wow, ich bin ganz neidisch. So möchte ich auch aussehen. So ist es gut. Lass uns das ausziehen. Ich habe noch etwas zu tun. Ich muss das Plastik abschneiden. Ich gehe um die Haare herum. Aber ich bin vorsichtig. Ich will deine neuen Haare nicht kaputt machen. Okay, probier's an. Wow, ich finde das toll. Das steht dir echt gut. Ich finde sie besser als deine alte Frisur. Die ist wunderschön. Wir brauchen einen neuen Look. Zöpfe? Nee. Wie wär's mit einem Dutt? Nee, auch nicht. Oh, ich weiß. Ich wollte schon immer Friseurin werden. Lass uns das loswerden. Das ist so altmodisch. Ich habe große Pläne mit dir. Keine Sorge, der Butler räumt alles auf. Okay, fertig. Gib mir einen Moment. Setz dich hier hin. Ich brauche mein Schmuckkästchen. Das glänzt. Nein. Ich brauche etwas Eleganteres. Wie meinen Ring. Entschuldige, ich war abgelenkt. Oh, sieh dir das an. Ich glaube, das ist es. Leg dich hin.
Ich brauche meine Klebepistole. Dein Kopf muss mit Klebstoff bedeckt sein. Ich klebe die Ketten an deinen Kopf. Wir brauchen mehr Kleber. Wow, sowas habe ich noch nie gesehen. Die Leute werden staunen. Und genau das wollen wir. Ich bin fast fertig. Das sollte reichen. Was denkst du? Ich weiß, es ist toll. Aber meine Haare sehen jetzt langweilig aus. Oh, Butler! Genau das brauche ich. Meine Haare werden glänzen. Was kommt als nächstes? Das Kleid gefällt mir nicht. Es ist nicht teuer genug. Wir brauchen ein neues Kleid. Wow, das ist toll. Auf die Accessoires kommt es an. Sie runden jedes Outfit ab. Was für eine Verwandlung. Und diese Stiefel. Wow, wir sehen aus wie Zwillinge. Aber ich sehe besser aus. Hä? Was ist das denn? Siehst du das? Wir brauchen ein neues Outfit. Wow, wie habe ich das gemacht? Was glaubst du, was da drin ist? Ja, nicht viel. Das ist enttäuschend. Aber das macht nichts. So schnell gebe ich nicht auf. Du musst in die Kiste. Jetzt schütteln. Nicht erbrechen. Hoffentlich klappt das. Oh, wow. Du siehst großartig aus. Ich bin so glücklich. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich kann nicht glauben, dass du immer noch die gleiche Puppe bist. Aber du bist immer noch meine Bestie. Ich hatte eine tolle Zeit. Ich fühle mich so gut. Lass uns feiern. Wuhu! Schau, du kannst fliegen. Höher, höher. Das macht Spaß. Ich habe so viel Spaß mit dir. Ich werde echt nicht genug bezahlt. Hey, Kleine, dein Paket. Echt? Für mich? Bin gleich wieder da, Barbie. Hey, lass dir Zeit. Ich bin einmal weg. Was das wohl ist? Steht kein Absender drauf? Hm, interessant. Nun, ich mach's einfach auf. Hallo? Was ist das? Du siehst das doch auch, oder? Wow, was ist das? Ich bin deine neue Puppe. Du bist unheimlich. Warte. Das ist seltsam. Sie kopiert alles, was ich mache. Hm, Moment mal. Das ist echt lustig. Und etwas langweilig. Okay, peppen wir es auf. Ich kann auch tanzen. Schau dir diese Moves an. Ja, langweilig, Barbie. Freestyle. Das ist meine Chance. Nein, was machst du da? Nimm das. Hey, hör auf. Ich kann nicht hinsehen. Ich hab die Kontrolle hier. Warum tust du das? Ich bin es nur. Was? Komm zurück. Der ist echt schrecklich. Na, 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 na. Wow. Barbie, alles okay? Mir ging's schon besser. Sprechen wir nicht darüber. Tut mir so leid. Wir müssen dich sauber machen. Alles wird gut. Bitte beeil dich. Das stinkt. Hm. Wir müssen diese Pickel ausdrücken. Wow, das ist ganz schön viel Eiter. Der ist riesig. Ekelhaft. Aber macht irgendwie süchtig. Igitt. Wir müssen dir einen guten Reiniger besorgen. Das hört ja nie auf. Danke, dass du das machst, Liebes. Das ist wahre Freundschaft. Das macht echt Spaß. Hm, was nun? Ich weiß. Ich brauche Zahnpasta. Ich gebe es auf dein Gesicht. Deine Haut wird leuchten. Echt? Das fühlt sich gut an. Moment mal. Oh, minzig. Du verdienst nur das Beste. Diese Goldplättchen sorgen für etwas Glanz. Du verwöhnst mich richtig. Ich komme selbst nie dazu. Das ist schön, weißt du? Wie ein Spa-Tag. Wenigstens habe ich meine... Nein! Jetzt können wir schrubben. Halt still. Dadurch wird der Schlamm entfernt. Das kitzelt. Wie fühlt sich das an? Oh ja, das ist gut. Das gefällt mir. Ah, so entspannend. Du strahlst total. Gibst du deinen Haaren? Wie wäre es mit einem Dupp? Hm, irgendwas fehlt noch. Vielleicht ein neuer Mantel. Das ist besser. Wow, ich fühle mich so schön. Achtung, Jungs. Ich
werde eure Herzen stehlen. Ich liebe das neue Outfit. Du hast einen ausgezeichneten Geschmack. Du siehst fabelhaft aus. Ich bin echt neidisch. Ich möchte ein Foto machen. Posiere. Du bist der Hammer. Schauen wir sie an. Wow, die müssen wir posten. Du bist einfach wunderschön. Das gibt's nicht. Schau dir diese Likes an. Ich will schön ausgehen. Achtung, Hollywood, ich komme. Ich werde zum Star. Alle meine Träume werden wahr. Ich bin nicht zu bremsen. Zeit, ins Bett zu gehen. Du brauchst deinen Schönheitsschlaf. Du auch? Du brauchst ihn. Süße Träume. Und ich habe etwas Zeit für mich. Ich schalte den Fernseher ein. Hä? Oh, was ist das? Platze einen Ball mit einer Nadel. Wow. Nimm dann ein Stück blauen Stoff und einen Streifen gelben Stoff. Schneide den gelben Stoff in die Form einer Krone. Dann füge ich ein paar Details hinzu. So, dann wickle ich es um den Ball. Echt cool, was? Wow, das gefällt mir. Ich frage mich, was er damit machen wird. Zeit für die OP. Das könnte wehtun. So weit, so gut. Moment mal. Und der neue Kopf wird aufgesetzt. Was für ein Upgrade. Warte mal. Was soll dieser Lärm? Was ist hier los? Ich hoffe, dir hat die Show gefallen. Ich liebe es, mit euch zu tanzen. Ihr seid wie meine Familie. Familie. Mir wird schwindelig. Ich glaube, ich muss kotzen. Mach einfach mit. Leute, denkt ihr, was ich denke? Du meinst, ich will ein Baby. Oh, ich hatte gehofft, dass du das sagst. Also chill ich einfach hier? Und los. Machen wir es dir bequem. Ich gebe Knetmasse auf deinen Bauch. Dann ein Stück Frischhaltefolie. Als nächstes brauchen wir mehr Modelliermasse. Ich bedecke alles mit Kleber. Es soll schön hoch werden. Das sollte reichen. Und jetzt lasse ich es aushärten. Sieht super aus. Komm schon, Barbie. Oh. Ist das ein Baby? Oh nein, ich glaube, es kommt. Mist, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. So aufregend. Ich werde Mutter sein. Los geht's. Schön atmen. Du hast gleich Tränen. Was passiert hier? Alles ist gut, mein Schatz. Ich kann den Kopf sehen. Hier ist es. Ein hübscher kleiner Junge. Glückwunsch. Er ist wunderschön. Was zum... Das ist nicht mein Baby. Er hat deine Augen, Barbie. Wir müssen reden. Du musst mir da was erklären. Ups, peinlich. Also, ich muss dann mal los. So sieht also das Leben aus, hä? Was ist das? Das ist für mich? Ich muss los. Das ist nicht fair. Aus dem Weg. Ich hab's zuerst gesehen. Aus dem Weg, Loserin. Und jetzt? Da gibt's nur eins. Nimm das. Zeig, was du kannst. Ich hau ab. Dann gehe ich wohl hier rüber. Das Leben kann so grausam sein. Wünscht mir Glück. Mein Ken ist ready für die Party. Guck, er hat ein neues Shirt. Gleich bekomme ich seine Aufmerksamkeit. Upsi, jetzt regnet's. Hey, meine Puppe. Wirklich, Sunny? Sorry, war ein Versehen. Ja klar, das kriegst du wieder. Zeig's ihr, Ken. Nimm das. Ha, erwischt. Gut gemacht, oh yeah. Ihr neuer Pelzmantel. Da ist ein riesiger Fleck drauf. Dafür wirst du bezahlen. Egal, das war witzig. Was ist hier los? Keine Ahnung, aber ich hab Angst. Schätze, wir sitzen hier fest. Ugh, voll schmutzig. Ich hab Angst, sie anzufassen, als ob sie sich im Schlamm gewälzt hat. Meine Puppe darf nicht so aussehen. Ich nehme die Sache selbst in die Hand.
Mann, was ist mit dir passiert? Siehst echt übel aus. Mal sehen. Kann ich damit etwas anfangen? Das ist eine schöne Plastikwanne. Ich habe eine Idee. Das Plastik ist langweilig. Wie wär's mit etwas Gold? Wow, sieht schon besser aus. Gold ist ja auch meine Lieblingsfarbe. Und dieser Stempel wirkt Wunder. Das Muster ist cool, stimmt's? Dauert eine Weile, aber lohnt sich auf jeden Fall. Und fertig. Aber ich muss das schützen. Klarer Nagellack ist perfekt. Ja, das habe ich alles aus meiner Tasche. Glitzerzeit. Oh, ich liebe es, wenn es funkelt. Darf die andere Seite nicht vergessen. Juhu, lass es regnen. Ich krieg nie genug davon. So, fertig mit dem Gold. Jetzt noch ein paar teure Extras. Nichts macht mich glücklicher als Juwelen. Die sind etwas Besonderes, stimmt's? Fabelhaft. Tada! Das ist der Hahn fürs Wasser. Wie luxuriös. Ich hätte auch gern so eine Wanne. Wow, hat sie die gemacht? Aber statt Wasser gibt's Diätlimo. Die Blasen lösen den Schmutz ab. Hat gereicht. Aber ich brauche noch ein Extra. Hallo, Blubberblasen. Guck dir das an. Das wird fantastisch. Nur das Beste für meine süße Barbie. Nice. Sie ist bereit fürs Bad. Steig ein, Girl. Ah, so entspannend. Und die habe ich eben erst neu gemacht. Schau dir diese Schönheit an. Und sieht aus wie echtes Gold. Hier kommt ein süßer Drink. Ein Hoch auf Sauberkeit. Hallo. Wunderbar, danke. Oh yeah. Hä? Wo hat sie das her? Echt jetzt, Sunny? Aber wie? Kümmer du dich um deine Angelegenheiten. Okay. Warte, Ken, ich hab da was. Jetzt kann die Party starten. Nee. Kann ich irgendwas davon verwenden? Eklig. So ein Mist. Vielleicht kann ich den gebrauchen. Endlich geht's aufwärts. Schon mal einen Duschvorhang gemacht? Sieht super aus, aber eine Dusche ohne Duschkopf? Passt perfekt. Und fertig. Hier wird gleich jemand schön sauber. Bereit, Ken? Viel Spaß. Das wird dir gut tun. Boah, nicht schlecht, Alex. Du bist fertig mit deinem Bad. Hier ist dein Handtuch. Schön erfrischt. Wow, du siehst wieder gut aus. Du auch. Gut gemacht. Sieht top aus. Oh, danke, Kumpel. Ja, weiter mit den Hampelmännern. Jetzt Rumpfbeugen. Wow, das muss schön sein. Sie muss wohl nie arbeiten. Na, egal. Weiter geht's. Konzentration. 3, 4. Blendet dich die Sonne? Oh nein, das ist nicht gut. Du brauchst Schatten. Ich kann hier nicht ewig stehen. Du brauchst eine Sonnenbrille. Ich hab's. Gefallen dir die? Die geht nicht. Weg. Oh, die ist super süß. Wie findest du die? So niedlich. Flower Power. Warum habe ich die überhaupt? Seltsam. Eine muss es sein. Hey, was ist mit der? Oh, die sind viel zu groß. Hey, was ist das? Ich weiß, was ich mache. Gib mir das Teil. Dein Sonnenschutz ist unterwegs. Meine ist die perfekte Vorlage. Los geht's. Ich zeichne das Bild einfach nach. Die Größe ist perfekt. Ich weiß, dass sie passen wird. Ich stehe auf Dollarzeichen. So niedlich. Dann setz sie mal auf. Bitte sehr. Die schreit förmlich nach Geld. Was sagst du? Ich soll meine auch aufsetzen? Aber klar doch. Gefällt mir. Wow, coole Brille. Du willst auch eine? Ich auch. Hey, was ist mit dem Ding? Büroklammern sind biegsam. Probieren wir es. Ziemlich knifflig.
Sieht das schon wie eine Sonnenbrille aus? Nice, perfekt für dich. Setz sie auf. Du bist ein hübscher Typ. Sonnenschutz nach Maß. Hä? Okay, die sieht gut aus. Er verdient auch eine Sonnenbrille. Hey, Alex. Hä? Willst du die? Perfekt. Sie gehört dir. Wirklich? Ist echt nett von dir. Ich hatte noch nie eine Sonnenbrille. Wie sehe ich aus? Cool, was? Wir haben gut aussehende Puppen. Dem kann ich nur zustimmen. Auf uns! Yay! Okay, lass uns spielen. Oh, ich habe gut geschlafen. Ich sollte Zähne putzen. Wach auf! Guten Morgen! Ich sollte Zähne putzen. Ich bin doch müde. Das kitzelt. Ein strahlend weißes Lächeln. Oh nein! Hat sie das gesehen? Also, was kommt als nächstes? Das Make-up sitzt. Oh, meine Ohrringe. Die hätte ich fast vergessen. Hä, wo ist der zweite Ohrring? Ich bin unschuldig. Keine Ahnung. Sie schöpft keinen Verdacht, oder? Das ist aber seltsam. Was mache ich denn jetzt? Ich habe da eine Idee. Nimm deinen 3D-Stift und male ein Dreieck, etwa so. Lass keinen Platz zwischen den Linien. Wenn dein Dreieck fertig ist, ziehe Linien mit einer anderen Farbe. Wir machen nämlich eine Wassermelone. Nimm verschiedene Grüntöne für die Schale. Mit Schwarz machst du die Samen. Male mehrere schwarze Punkte auf das rote Plastik. Dann drehst du den Ohrring um und klebst einen Ohrstecker an. Ein modischer Leckerbissen. Wir sind noch nicht fertig. Male schmale Linien mit einem 3D-Stift. Wiederhole das auf der anderen Seite. Das soll wie ein Blatt aussehen. Gar nicht übel. Dreh das Blatt um und klebe ein Stück Strohhalm daran. Schneide den Strohhalm auf. So kannst du das Blatt als Ohrring tragen. Wow, das sieht toll aus. Hä? Das Ohr ist verstopft. Wusste ich's doch. Ah, nichts geht über einen Wellness-Tag. Es tut gut, sich selbst zu verwöhnen. Du weißt, was ich meine. Ich freue mich schon drauf. Ah, eine goldene Gesichtsmaske. Besser geht's nicht. Vergessen Sie meine Puppe nicht. Das Plastikleben ist nicht so fantastisch, wie man denkt. Sie hat nur das Beste verdient. Ist das mein Fußbad? Ich war den ganzen Tag auf den Beinen. All diese Einkäufe. Oh ja, das ist schön warm. Gold ist gut gegen Augenringe. Nicht, dass ich welche hätte. Ich fühle mich so schick. Dieses Spa ist toll. Yay. Endlich kann ich mir die Füße waschen. Das Leben ist schön, stimmt's? Die heben wir uns als Snack auf. Ah! Ah! Was ist passiert? Wow, eine Barbie-Party. Das ist es. Wir haben es endlich geschafft. Alle wichtigen Puppen werden da sein. Wir müssen uns ein Outfit aussuchen. Ich liebe diesen Teil. Yay. Modenschau. Siehst du was, das dir gefällt? Nein, nö. Hab ich das gekauft? Ich habe was gefunden. Okay, ich bin bereit. Wie findest du das? Sei ehrlich. Wow, du siehst umwerfend aus. Warte, es gibt eine Barbie-Party? Unsere Einladung muss die Post verschlammt haben. Psst, hör zu. Wir gehen auf jeden Fall zur Party. Hey, können wir mitkommen? Bitte, 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 bitte. Ich frag mal Betty. Betty, hör mal. Die wollen mit auf die Party. Wirklich? Die? Na gut, schätze, das geht klar. Mein Mensch sagt, das geht klar. Juhu, danke. Hey. Das ist so aufregend. Aber so wird das nichts. Wir haben einen Ruf zu wahren. Guck dir nur dieses Outfit an. Wir müssen doch was tun können. Warte, ich hab's. Dieser Ballon wird helfen. Los geht's. Hey, das ist es. Wie findest du es? Ist schick, macht Spaß und schreit nach Party. Wow, gefällt mir. Und ich habe eine Tasche, die dazu passt. Oh, mein Hund hat die angeknabbert. Oh, das war mein Lieblingsstück. Tut so, als hättet ihr das nicht gesehen. Die kann in den Müll. Ist okay. Aber du brauchst was. Zum Glück habe ich glänzendes Papier. Ich habe Linien eingezeichnet. Jetzt falte ich es und klappe es wieder um.
Ich mache hier noch mehr Faltungen. Und das gleiche auf der anderen Seite. Jetzt klappe ich die Ecken ein und es entstehen kleine Dreiecke. Genau so. Als nächstes klappe ich die Seiten ein. Ich halte diese Dreiecke fest und falte das Blatt um. Genau wie beim Origami. Nur, dass ich keinen Vogel mache. Das waren alle Faltungen. Jetzt mache ich daraus eine Tasche. Die Ecken kommen nach innen. Dann klappe ich die Oberseite um. Jetzt kommt der knifflige Teil. Ich muss die Seiten einklemmen und in die Mitte schieben. Jetzt falte ich das Blatt zusammen. Diese Ecke schlage ich um wie bei einem Briefumschlag. Das ist die Klappe. Und fertig. Eine kleine süße Tasche. Aber ihr fehlt noch der Glanz. Oh, ich habe auch noch diese Kette. Das wird ein toller Gurt. Perfekt. Genau, was meine Puppe braucht. Die werde ich gleich allen zeigen. Das ideale Accessoire. Und passt perfekt zum Kleid. Du siehst gut aus, Kleine. Was sagst du dazu? So ist das also, huh? Das kann ich übertreffen. Wart's nur ab. Ich hab... Warte, ist das ein Schuhkarton? Wen interessiert's? Den kann ich nehmen. Ich muss den nur überarbeiten. Zuerst male ich den schwarz an. Dann warte ich, bis alles trocken ist. Als nächstes nehme ich Goldfarbe. Ich tupfe sie auf den Deckel. Ich will ein Muster machen. Ein einzigartiges. Edelsteine schaden auch nicht. Das mache ich rundherum. Dann sieht es eleganter aus. Mit Wow-Effekt. So ist's gut. Sieht toll aus. Ich nehme die Schuhe raus. Durch diese Perle habe ich eine goldene Schnur gefädelt und in den Deckel ein Loch gemacht. Da ziehe ich die Schnur durch. Jetzt fehlt nur noch Bargeld. Sie ist wundervoll. Schau sie dir an. Jede Puppe wünscht sich so eine. Hier, für dich. Wow, wunderschön. Du kennst mich wirklich gut. Ich denke, wir sind soweit. Lass uns feiern. Puh, was für ein Tag. Kannst du laut sagen. Hä? Was ist das? Das ist ein Geschenk von Ken. Er ist so aufmerksam. Und romantisch. Er ist mein Freund. Was hast du gesagt? Du willst es wissen, was? Peng, nimm das. Halt dich von Ken fern. Schluss damit. Ich schätze, du hast recht. Das ist eindeutig für uns. Nein, das gehört uns. Das ist, oh, wie auch immer. Ich mach's auf. Dann sehen wir, für wen es ist. Wow, guckt euch das an. Wunderschön. Ken hat den besten Geschmack. Ich sagte doch, das ist für uns. Als ob mich das interessiert. Komm, lass ihn uns ausprobieren. Der sieht sehr bequem aus. Oh, wie cool. Ich wollte schon immer einen Thron. Ken sagt immer, ich sei seine Königin. Ich glaube, er meint es wirklich so. Setz dich. Oh, warte kurz. Das brauchst du. Ist für den letzten Touch. Du siehst umwerfend aus. Ich muss diesen Moment festhalten. Und ich habe den perfekten Hintergrund. Los geht's. Lächeln. Die Lifestyle-Magazine werden darauf abfahren. Die Kamera liebt dich. Du bist ein Naturtalent. Was machst du da? Ich kreiere Magie. So geht's. Halte die Pose. Ich habe keine Zeit für sowas. Wow, atemberaubend. Ja, ich weiß. Wow, einfach wow. Warte mal. Da ist ja mein Strohhalm. Den habe ich schon gesucht. Und den kann ich gut gebrauchen. Ich trage Kleber entlang des Strohhalms auf. Aber ich lasse einen kleinen Bereich frei. Jetzt klebe ich einen zweiten Strohhalm ran. Und dann noch mehr. Bis ich das hier habe. Das kommt erstmal zur Seite. Jetzt stecke ich zwei Strohhalme ineinander. Das mache ich nochmal. Jetzt habe ich einen Rahmen. Auf den lege ich die anderen Strohhalme drauf. Und schon habe ich eine super bequeme Lounge-Liege. Ich würde mich da drauflegen. Ich werde die gleich meiner Puppe zeigen. Sie wird sie lieben. Ist genau, was sie braucht. Sie wird sich schön entspannen. Ich bin echt zufrieden damit. Oh je. Oh, das ist toll. Juhu. Oh, eine Actionaufnahme. Ich fühle mich so gut. Höher, höher. Wow. Oh nein, was habe ich getan? Der Stuhl, er ist kaputt. Das hätte ich mir gerne länger angeguckt. Hör auf zu lachen. Oh, unglaublich. Wow, eine neue Puppe. Wie die wohl aussieht. Finden wir es heraus. Wow, so futuristisch. Aber sie braucht ein Bad. Ich tauche sie ins Wasser. Hoffe, es ist warm genug. Und jetzt passiert die Magie. Das Wasser verändert seine Farbe. Ich sehe was. Ich glaube, sie ist fertig. Was für eine Verwandlung. Du bist wunderschön. Jetzt richten wir deine Haare. Wow, so schick.
Ich liebe diese Farben. Ich wünschte, mein Haar wäre auch so. Sie hat so viel Glück. Das Leben ist echt gemein. Hm? Warum weinst du? Ich will auch eine Puppe. Oh, du bist so bedürftig. Hier, nimm die. Wow, heute ist mein Glückstag. Warte mal. Ach ja, hätte ich fast vergessen. Ich hab's hier. Fang! Ist ein bisschen seltsam, aber ich beschwere mich nicht. Das macht Spaß. Ich amüsiere mich prächtig. Bist du bereit? Los geht's! Schneller, gib Gas! Ich fang gerade erst an. Ich liebe den Wind in meinem Haar. Dudut! Was ist denn hier los? Oh, ich habe einen Käfer verschluckt. Haben Sie überhaupt einen Führerschein? Oh nein, der Blumentopf! Guck, was du gemacht hast. Ihr steckt in Schwierigkeiten. Ihr werdet das aufräumen. Wir machen keine Witze. So schlimm ist das doch nicht. Ihr übertreibt total. Gib mir den Besen. Der ist schwer. Ein wenig Hilfe. Komm schon, wie soll ich das denn machen? Ich bin offen für Vorschläge. Das wird nicht klappen. Dann werdet ihr eben staubsaugen. Los geht's. Puh, das ist doch lächerlich. Leg los. Ich glaube, der ist kaputt. Das habe ich schon mal gehört. Worauf wartest du noch? Schau mich nicht so an. Wir müssen uns was einfallen lassen. Warte mal. Ich glaube, ich hab's. Ich brauche diesen Pinsel. Der wird die Aufgabe erfüllen. Die Borsten sind schön weich. Ich nehme die ab. Das war der einfache Teil. Ich habe ein Stück Pappe ausgeschnitten und das klebe ich auf die Borsten. Das gleiche auf der anderen Seite. Jetzt brauche ich einen Lutscherstiel. Ich wickle den in blaue Pappe ein. Das muss schön eng anliegen. Genau so. Und mit Klebeband befestigen, oben und unten. Jetzt bringe ich den Besen an. Mit dem wird's gehen. Aber wir brauchen noch eine Schaufel. Ich habe orangefarbenen Karton, aus dem ich diese Form ausgeschnitten habe. Auf den Rand des größeren Teils trage ich Kleber auf und klebe dann das andere Stück dran. Jetzt fehlt noch ein Griff. Für den nehme ich wieder einen Lutscherstiel. Den klebe ich einfach an. Das war's schon. Wow! Jetzt wird's sauber gemacht. Wirklich? Das ist eine tolle Idee. Das wird dich umhauen. Ich mag keine manuelle Arbeit. Ich bevorzuge Gadgets. So wie diesen Mini-Staubsauger. Der ist so niedlich. Und der saugt den Schmutz einfach auf. Wow, beeindruckend. Und der gehört mir. Hier für dich. Mach dich an die Arbeit. Das ist unfair. Ich saß nicht mal am Steuer. Es soll blitzeblank werden. Bla bla bla. Und du nimmst das. Danke. Bringen wir es hinter uns. Unfassbar, dass du mich dazu zwingst. Hoffe, das geht schnell. Wir sind fertig. Sieht gut aus, stimmt's? Habt ihr toll gemacht. Ich bin sehr stolz auf dich. Aber mach das nie wieder. Yay! Ein Hauch von Mascara. Sieht gut aus. Damit bin ich zufrieden. Ich denke, ich bin fertig. Warte mal. Schau dich an. So geht das nicht. Wir bringen das in Ordnung. Und ich weiß auch schon wie. Worauf warten wir noch? Alles, was wir brauchen, ist hier drin. Das ist eine Beauty-Schatztruhe. Jetzt wird's aufregend. Mach's dir bequem. Wir beginnen mit den Wimpern. Wir alle wollen lange, üppige Wimpern. Allerdings sind die zu groß. Aber das kriege ich hin. Ich halbiere sie einfach. Jetzt brauche ich meine Pinzette. Das wird ein wenig knifflig. Wow, du siehst toll aus. Das habe ich gut gemacht. Was sagst du dazu? Schau dich an. Du wirst überrascht sein. Ich weiß, sie sind perfekt. Langsam. Nicht wackeln. Ein Zucken und alles ist ruiniert. Das reicht jetzt. Was sagst du, Pippi? Ui, guck dich an. Du hast schon bessere Tage gesehen. Lass mich genauer gucken. Wie ich es mir dachte. Aber kein Problem, ich habe die hier. Mit der zupfe ich mir die Augenbrauen. Autsch, das tat weh. Aber das ist es mir wert. Du sollst schließlich gut aussehen. Lass mich sehen. Wow, guck dir diese Wimpern an. Voll stylisch. Okay, bleib cool, aber du hast einen Verehrer. Niedliche Puppe-Alarm. Ich weiß, was zu tun ist. Denk dran, du hast gerade...
Sei ganz du selbst. Was ist passiert? Hey, guck mal da drüben. Hi. Es wird Zeit für ein Makeover. Juhu, hier drüben. Oh, guck dir das an. Ha, wo bleibt es stehen? Wird Zeit für ein neues Outfit. Das kannst du gut gebrauchen. Deine Klamotten sehen aus wie aus dem Container. Mal überlegen. Ich hab's. Ich nehme Klebeband. Das wird ein süßes Outfit. Halt jetzt still. Ha? Was macht sie da? Ein bisschen Hilfe? Das ist außer Kontrolle geraten. Vielleicht nimmst du lieber das hier? Oh, genau, was ich brauche. Ugh, das ist voll klebrig. Versuchen wir es nochmal. Ich lege einen Streifen über meine Puppe. Das mache ich ihren ganzen Körper entlang. Ich klebe die Streifen übereinander. Zwischen denen soll keine Lücke bleiben. Und ich stoppe genau hier. Das ist doch ein toller Gürtel. Hier kommen noch Riemen ran. Wow, du siehst voll stylisch aus. Ich bin neidisch. Ich hätte auch gerne so ein Kleid. Vielleicht mache ich mir eins. Okay, ich bin dran. Ich muss ein Outfit für den Tag finden. Dafür brauche ich etwas Inspiration. Dieses Magazin wird helfen. Nö, nein, passe. Warte, das ist es. Das musst du sehen. Wie findest du es? Die Farbe würde dir stehen. Ich weiß, wovon ich spreche. Und das Material habe ich hier. Fangen wir an. Ich wickle den Stoff um dich herum. Genau so. Ich habe auch diesen Netzstoff. Der gibt eine schöne Textur. Ich lege ihn um deine Taille und dann binde ich ihn fest. Das war einfach. Das ist mal ein Kleid. Und du siehst wunderschön aus. Was ist da drüben los? Gut aussehen und sich gut fühlen. Was ist? Ich möchte dieses Kleid kaufen. Was sagst du dazu? Nein, es ist unverkäuflich. Das werden wir ja noch sehen. Wie sieht's jetzt aus? Wow, ein neues Telefon. Aber trotzdem nein. So ist das also, hm? Schau dir diesen Ring an. Wow, der ist ja riesig. Kann ich den anstecken? Bitte, bitte, bitte. Nein, ich will nicht. Das ist zu wichtig für meine Puppe. Oh, na gut. Wir brauchen das nicht. Du siehst toll aus. Du bekommst schon jetzt Komplimente. Wir sollten auf jeden Fall mal zusammen essen gehen. Das Rad dreht sich. Schätze, es wird Zeit für eine neue Frisur. Aber welchen Look nehmen wir? Ich mag dein Haar. Warte mal. Mein Magen knurrt. Ich brauche was zu essen. Nudeln, die mag ich. Ich lege die in die Schüssel und gieße Wasser drüber. Das müsste reichen. Ich will mich nicht voll kleckern. Darauf freue ich mich schon. Die sehen köstlich aus. Das muss ich mir nicht ansehen. Lass uns dein Haar bürsten. Es ist so weich und golden. Aber ich fühle es nicht. Wir brauchen etwas Neues. Wenn es dir nichts ausmacht, ich versuche zu essen. Lass mich nachdenken. Ich hab's. Bring die Haare in Ordnung. Okay. Ich dachte mir... Warte, was ist hier los? Nein, nicht meine. Die von meiner Puppe. Mein Haar ist wunderschön. Natürlich. Wie fühlt sich das an? Hast du das schon mal gemacht? Langsam wird's seltsam. Das ist schick. Was wollen Sie? Etwas Besonderes. Überlassen Sie das mir. Wow. Fließende Locken sind gerade in. Nein, etwas anderes. Es wird sich für dich lohnen. Schon verstanden. Hier habe ich, was Sie brauchen. Schon besser. Wir alle wollen Glanz im Leben, stimmt's? Ich lege das Gadget an dein Haar an und es hinterlässt wunderschöne Edelsteine. Ziemlich cool, was? Du hast das Beste verdient. Wow, viel besser als ich dachte. Du solltest auf den Laufsteg. Ist das dein Ernst? Ich muss was tun. Aber was? Ich habe keine teuren Diamanten. Okay, wünsch mir Glück. Die Haare kommen ab. Jetzt bloß nicht bewegen. Wir wollen ja keinen Unfall. Lass mich sehen. Das ist übel. Nein, das ist schrecklich. Was mache ich denn jetzt? Warte mal, meine Nudeln. Gibt's was, das die nicht können? Ich lege sie einfach über den Kopf.
Das wird eine tolle Frisur. Was ist da los? Als käme sie frisch vom Friseur. Und das Beste ist, man kann die essen, falls man Hunger hat. Mir egal, schau dir meine Puppe an. Meine sieht viel besser aus. Ihr seht beide großartig aus. Wow, er ist so ein Charmeur. Ach, die junge Liebe. Sie ist wie ein Feuer, das sich nicht zähmen lässt. Oh nein, sieht so aus, als ob ihr Traummann ein bisschen zu beliebt ist. Es scheint, als bekäme dieses Mädchen, was sie will, auch wenn sie es sich nehmen muss. Und was ist in der Beautybox drin? Eine Zahnbürste. Gerade noch rechtzeitig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gib etwas Zahnpasta dazu, immer eine gute Idee, und beginne mit dem Putzen. Jetzt sag Ah! Ich würde sagen, das ist ein bisschen zu viel, aber wir haben ja auch ihre Zähne gesehen. Sieht so aus, als hätten wir hier einen guten Anfang gemacht. Ich wollte ja nichts sagen, aber die hier sind sicher sehr nützlich. Sie hat also mehr als genug Gründe, um es auszuprobieren. Das Problem ist gelöst. Was für ein Wunderwerk. Ah, du machst doch keine Kerzen. Du musst nicht am Wachs sparen. Hoffen wir, dass dieses Gerät dir helfen wird, alles in Ordnung zu bringen. Nicht schön anzusehen, aber es erfüllt seinen Zweck. Aber bitte riech nicht dran. Sieht so aus, als wären wir mit den Zähnen noch nicht fertig. Und mit den Aknepflastern erst recht nicht. Es sieht so aus, als handle es sich um ein sehr präzises Verfahren. Aber mit der Zeit kannst du deine Zähne wie einen Regenbogen leuchten.